Drei smarte Freunde berichten über die letzte Woche. Ungefiltert, ehrlich und brachial. Mark, Timo und James sind die Montagscaster. Oh, hat man das gehört? Ja. Hat man das gehört, dieses Ploppen? Ja, warte, ja. Ich kann auch noch. Das war... Ja, das ist also James zur Feier des Tages... packt James die Tüte raus und ich mache ein Bier auf. Und ja, willkommen zur 10. Ausgabe bei den Montagscastern. Hallöchen und willkommen. Wir sind. Ja, Alter, wir sind genullt. Yes! Wir sind genullt. Yes! Zweistellig! Ey, ich hätte nicht für möglich geglaubt, dass ich euch zwei so lange aushalte. Ja, genau. 10 Wochen am Stück. 10 Wochen? Wie krank ist das eigentlich? Ja, mit wem sitze ich hier? Ich sitze hier mit natürlich James. Hallo James. Hallo zusammen, grüßt euch. Schön wieder da zu sein. diesmal pünktlich, ich habe nicht verschlafen. Und natürlich Timo. Hallo Timo. Moin. Warum werde ich ja nicht immer als letztes vorgestellt? Nee, beim letzten Mal warst du als erstes. Ernsthaft? Ich wollte gerade sagen, ja. Ich versuche das zu variieren. Es tut mir leid, wenn ich es nicht hinkriege. Ich überprüfe das gleich. Okay, alles klar. Hi. Hallo und, Marc, weil ich grüß dachte dich. Mir... Marc, hallo. Ach, ja. Du bist ja auch noch da. Hallo Marc, schön, da, ja. Dass du wieder da bist. Dass ich wieder dabei sein darf. So, ja. Gusto von James. Ich habe hier extra mir einen Stümpler aufgemacht. Und weil ich heute was feiern wollte. Und weil wir heute feiern, habe ich mir gedacht, dann, wir brauchen Leute, die uns feiern. Und deswegen haben wir noch jemanden eingeladen. Hallo Basti! Hallöchen! Schön, dass ich dabei bin. Ausziehen! Ausziehen, das seht ihr eh nicht. Aber ihr könnt es euch vorstellen. Long Dong Silver. Basti ist der Typ, den ihr schon mal vielleicht gehört habt, wenn ihr in der einen Folge, da haben wir ihn mal abgespielt, sehr leise, eine sehr leise Nachricht. Er war sehr, sehr ruhig und sehr leise. Aber er war da, also er durfte schon mal hier seinen Senf dazugeben. Und jetzt ist er endlich leibhaftig dabei. Warum können die vielleicht aufgepasst haben, zu was er seinen Senf dazugegeben hat, sich eventuell denken? Oh. Aber dazu später mehr. Erstmal würde ich sagen... Dann sind wir doch mal nett. Der Gast fängt an. Wie war deine Woche, Basti? Oder stellt sich kurz mal vor, wer er ist, ne? Ja, das Basti. Kann ich natürlich auch sehr gern machen. Also, also ich bin der Basti. Ich kenne James, Timo und Marc auch schon, wie lange kennen wir uns? 15, 16 Jahre ungefähr. Mhm. Kommt hin. Ja, ich bin zeitweisen jetzt auch ab und an mal dabei, wenn es okay ist. Auch wenn es nur eine Audio ist. Ja, und so, weiß ich gerade nicht, was ich dazu sagen soll. Okay. Schön, dass du da bist, Basti. Dankeschön. Aber jetzt zu meiner Frage, wie war deine Woche? Ja, meine Woche war eigentlich relativ ruhig. Ich war genesen, weil ich die Woche davor krank war. Habe diese Woche meinen Kleinen zum ersten Mal zum Fußballtraining gebracht. Eieiei. Also, und? Wie ist er so? Ist er ein Treter? Ist er jemand, der schauspielert? Oder wirklich jemand, der Gennaro Gattuso. Also ich glaube, in dem Alter kann man das noch nicht so ganz gut sagen. Ne? Also die können sich 10 Minuten konzentrieren auf den Ball und dann ist so, wir schauen mal durch die Luft und rennen durch die Gegend ohne alles. Also er stand mit 2 Kindern am Tor und guckt die an und sagt, ich laufe schneller als Batman. Ich glaube, das sagt schon alles. Also es ist noch kein noch nicht, es kommt noch. Ist noch kein Pulger. Ja, sonst ist die Woche eigentlich nicht viel passiert. Ich war arbeiten und zu Hause und habe auf den Kleinen aufgepasst. Also es ist nicht wirklich viel passiert in meinem Leben. Tatsächlich. Also das Highlight ist jetzt im Endeffekt. Weißt du, wenn man das erste Mal Fußballspielen von deinem Sohn ausklammert, ist jetzt das Highlight. Ja, so in etwa, ja. Machen wir doch gern. So, Timo, der sich gerade eben beschwert hat, dass er immer zuletzt drankommt. Timo, wie war denn deine Woche so? Stimmt, so unspektakulär war es gar nicht. Ich bin eigentlich von Termin zu Termin gehastet. Was war denn? War Mittwoch nicht? Ach so, stimmt ja, ich hatte Geburtstag, ja. Also, das klang jetzt irgendwie so, als wäre es. Naja, okay. Nee, ich hatte Geburtstag tatsächlich am Mittwoch. Vergangenen Mittwoch. Ja, das war eine Kunstpause zum. Nochmal alles Gute, Timo. Happy Birthday. Ja. Nachträglich. Happy Birthday. Nachträglich. Okay. Mhm. So.
Ja, ja. Das höre ich öfter, wenn ich einen Quiz gewinne. Ja, nee, ansonsten Donnerstag. What the heck? ich hab das nicht mehr gedrückt. Kann mal jemand Mark der Frauenport wegnehmen? Das passiert jedes Mal. So, okay. Ja, aber der macht das immer wieder. Ich kann nichts dafür. Ja, ansonsten Donnerstag haben wir einen Kollegen verabschiedet bei einem großen Abschiedsgrillen und ja, genau. Wurde er gegrillt? Er wurde gegrillt, ja. Er wurde weggegrillt, genau. Menschenfleisch. Ja, und ansonsten, ich habe mich mit vielen unterschiedlichen Leuten getroffen und ich kriege das jetzt gar nicht mehr alles so hin, wo ich überall war. Also ich hatte auf jeden Fall sehr viel um die Ohren in den letzten Tagen, aber nicht so spektakulär, dass ich das jetzt hier im Einzelnen erzählen würde. Genau, das war so meine Woche. Schön, aber es freut mich ja schon mal, dass Basti und Timo ja schon mal gesund sind. Sonst haben wir ja immer irgendwelche Wehwehchen, aber sind alle gesund. James, kannst du dich da anschließen? Bist du auch gesund? Ja, jetzt wieder. Ja, Leute, was war denn los? Diesmal bin ich krank. Nee, ich hatte, die Woche war sehr unspektakulär. Ich wollte eigentlich mein Robin Hood Brettspiel weiterspielen, aber leider hat die gute Freundin abgesagt. Sauhund. Ja gut, gute Besserung noch jetzt, bevor ich was Falsches sage. Nein, und dann, ich hatte halt auch Urlaub und der war so unspektakulär, weil ich halt echt mit 2,5 Tagen mit Migräne zu Hause eigentlich nur vor mich hin vegetiert habe. Hast du dir wenigstens die Urlaubstage zurückgeholt? Nee, ich hätte auch arbeiten gehen können damit, also es war halt die Kopfschmerzen, aber dadurch. Ich hoffe, dass dein Chef das hier nicht hört. Hä? Doch, die hört das. Hallo, Laura. Nein, aber er hat doch Urlaub gehabt, Timo. Ach so, ja. Okay. Aber trotzdem, hallo, Laura. Nee, ansonsten, ich habe ein komplettes Fußballwochenende gehabt, eigentlich nur. Fußball. Ach, und ich war im Kino, habe einen super Film geguckt. Müsst ihr später auf jeden Fall nochmal einschalten, wenn wir in die Filmrubrik rübergehen. Die Republik. Die Filmrepublik. Also war ein Film, wo man den Kopf abschalten kann und einfach nur guckt und dümmer wieder rauskommt. Kokainbär. Ach so. Stimmt. Habe ich auch gesehen. Kokainbär. Hast du den gesehen? Ich? Nee. Ich habe das nur. Das Plakat habe ich nur gesehen. Ach so, schade. Ich dachte gerade, weil den will ich eigentlich gucken, aber dann habe ich gehört, dass der nicht so cool sein soll, wie ich mir erhofft habe. Und ansonsten, ja, ich war seit langem mal wieder in einem Restaurant essen. Vom Kino, war okay. Geil. Aber es ist mir echt aufgefallen, wie teuer die ganze Chose doch geworden ist. Aber gut, was willst du machen, ne? Dann ja, doch. Man muss doch wissen, wofür man arbeiten geht. Ja, nicht für sowas. Ja, also war okay, aber nicht mit einem Getränk 30 Euro. What? Was hattest du denn? Ja, ich hatte einen alkoholfreien Ipanema. War für 30 Euro. War ein halber Liter oder so. Ja, doch. Für 7 Euro und dann noch so eine Fleischplatte, die 16, 17 Euro gekostet hat. Aber naja, das war alles so TK-Ware. Naja, war jetzt nicht so toll. Was ist TK-Ware? Tiefkühlware. Ah. Aber die Fleischplatte hat jetzt 16 gekostet und der Ipanema dann 14, oder was? Nee, das ist aber teuer. Ich hab Trinkgeld gegeben. 7 Euro. Ja, 7 Euro habe ich gegeben. Weil das Essen so gut war, Timo. Ah, weil okay. Die Gastronomen immer noch Unterstützung brauchen. Nee, keine Ahnung. Ich habe einfach Trinkgeld gegeben, weil ich so ein guter bin. Ich hab's locker sitzen. Gott. Ja, aber dann kannst du doch jetzt wenigstens sagen, was das für ein Lokal war, damit wir die richtig niedermachen können. War ein super Lokal in Hürth. Gegenüber vom UCI, war. Ja. Da weiß jeder direkt, welches Lokal ich meine. Ja, bestimmt. Hier in Siegen bestimmt alle. Longy Island. Ja, das ist aber gut. Ja. Die Cocktails sind aber gut, doch, kann ich sagen. Ich hab's in Alkoholfall getrunken, ja, deswegen. Gerade wenn du zur Primetime da bist, lohnt es sich schon. Ja, ja klar, du kriegst ja die großen, die Jumbo-Cocktails für irgendwie 7 Euro oder so, also das geht echt klar. Ja, wobei ich bestelle ja, wenn dann nur Kalpi oder Ipanema, also jetzt das erste Mal überhaupt, dass ich Ipanema mal bestellt habe,
und endlich mal wieder einen guten Cocktail getrunken. Nicht so wie in München, wo ich diesen Kalpi gehabt habe, der nur aus Cachaça bestand. Ja, das war wieder gut. Und alle, die aufgepasst haben, wissen noch genau, was Cachaça ist. Das ist der Alkohol. Hat James, ne? Lang und breit erklärt. Nee, hab ich gar nicht erklärt, Mann. Doch, bestimmt. Gar nicht. Weil nee, ich gefragt habe. Nee. Verdammt, hab ich nicht gefragt. Nee. Ich kann mich aber auch nicht dran erinnern. Weil das ist so ein Wort, das hab ich mir von James immer mal wieder, hat er das erzählt oder gesagt? Ja. Ich habe es von niemand auf der Welt, hab ich je gehört, ja, Cachaça, Cachaça. Niemand sagt das, außer James. Und merkt man so, ja, so kommt er mit seinem Gastro-Fachbegriff um die Ecke. Und Cachaça ist halt eine Spirituose aus Zuckerrohr. Aus Zuckerrohrmost. Ja, oder Zuckerrohrmost ist ja egal, aber auf jeden Fall ist es aus Zuckerrohr. Und in Deutschland ist halt dieser Pitu der gängigste. Das ist aber eigentlich auch nur Fusel. Also der Pitu, den es hier in Deutschland zu kaufen gibt, ist echt das Billigste vom Billigsten, was es gibt auf dem Markt. Also kauft euch keinen Pitu. Pitu, kein Cachaça vom Pitu, ja. Kein Pitu. Was für ein Cachaça benutzt du denn, Timo, für deine Cocktails? Gar nicht. Ich mach so welche Cocktails nicht. Ich mach, meine ist so Standard, ich mach Cuba Libre, ich mach Zombies, ich mach Long Island Eistee, den einfachsten, den es gibt. Den mache ich tatsächlich nicht, aber und in letzter Zeit trinke ich mich, ja, das darf man eigentlich gar nicht so laut sagen, aber ich trinke mich, blöde trinke ich mich nicht, das ist Quatsch, aber ab und zu mal so zwei Gin Tonic habe ich ja jetzt für mich entdeckt, also das ist so pro Wochenende so ein oder zwei schon drin in letzter Zeit. Ja. Jeden Tag. Ja, gibt was zu feiern. So fängt's an. Ja, ich muss das. Aber ich weiß es nicht, so, ich finde die aber auch mega lecker. Vor allem im Aldi gibt es so einen Bio-Gin und der ist irgendwie saulecker in Gin Tonic, ich weiß auch nicht warum. Denk dran, Timo. Sobald eine Regelmäßigkeit drin ist, also wenn du so ein Ritual hast, dann bist du schon abhängig. Einmal im Jahr ist auch regelmäßig. Genau, dann bist du abhängig. Hast du schon Alkohol. So. Wenn du einmal im Jahr zur selben Zeit das an deinem Geburtstag trinkst, bist du abhängig. Boah, dann weiß ich auch schon, mit wem ich demnächst mal zum Gin-Festival gehen kann im Stadtgarten, wenn es wieder ist im September. Gibt es da Gin Tonic? Ja. Gibt's. Dann bin ich dabei. Gibt's auch verschiedene Sorten mit Walrolderbeeren, mit Lorbeerblättern, mit Thymian, mit Rosmarin, ganz viele verschiedene. Also das war schon ein cooles Erlebnis. Wir waren da 3-4 Stunden und ich war danach blau. Ja, gut dabei, sag ich mal. Hab so schon um die Ecke gucken können. Geil. Jamie Boy? Ja. Ich weiß nicht, ob es bei euch anderen genauso ist wie bei mir, aber man sieht halt nur James Stirn. Nee, also wenn du die Gesicht. Ich sehe nur James Stirn. Das also ist ich sehe die Stirn und den Haaransatz. Ja, du siehst alles, Timo. Ich sehe ihn voll, ja. Also jetzt sehe ich ihn. Ja, jetzt sehe ich ihn auch. Jetzt sehe ich seine Decke. Ja. Okay. Scheiß. Ernsthaft? Timo, warum hast du deine Decke an? Alter, ich schwitze im Sitzen. Ja, weil sonst ich einfach so. Hat keine Hose an. Ich habe keine Hose an. Also, ich weiß halt nicht, was man so sieht, aber. Alles gut. Das ist so eine Sommerdecke, die ist dünn. Na, dann ist ja alles gut. Ja, schön. Was war denn? Nee, sonst nichts. Und wie war's bei dir, Marc? Wie war deine Woche so? Ja, sehr, sehr unspektakulär. Also, Auch, ach ja, dir auch alles Gute zum Geburtstag, ne? Happy Birthday! Hat er auch Ja, ich habe eben schon dreimal Cheering gedrückt. Ich mache es nicht normal, weil sonst. Hey, ich mache ja. Ja, ich bin auch älter geworden. Ja, und dann hat mich meine Freundin überrascht und hat mich dann entführt Richtung Freiburg, beziehungsweise unter Freiburg. Und wir haben einen kleinen Ausflug gemacht von Donnerstag bis Sonntag. Hatten erstens richtig geiles Wetter, sind jeden Tag wandern gewesen, obwohl wir gar nicht jeden Tag wandern wollten, weil am ersten Tag wollten wir nachdem wir angekommen sind, nach einer 5,5-stündigen Fahrt, wollten wir nur ganz entspannt so eine kurze Runde drehen, haben uns verlaufen und sind einmal komplett so einen Berg runter, an so einem Hang entlang, also einen richtigen Wanderweg halt, und mussten am Ende diesen steilen Berg wieder mit dem sogenannten Schubberweg einfach steil wieder hochkraxeln. Alter Vater, also dann war für 2 Stunden unterwegs. Komplett im Arsch. Hätte ich mit links gemacht, den Berg, also. Wir haben uns ist aufgefallen, dass an diesem Berg, Leute, da sind so viele Zecken. Also,
Weil wir sind nämlich, wir mussten an Bella, haben wir, glaube ich, den ganzen Tag über immer wieder Zecken entfernt. Und wir sind am letzten Tag vor der Abfahrt, dann sind wir dann den richtigen Weg gelaufen, hat uns dann die Vermieterin von der Ferienwohnung gesagt, wie man eigentlich laufen kann da, damit es wirklich eine schöne kleine Runde ist. Die haben wir gemacht. Während der Autofahrt hat Jenny ungelogen der Bella über 20 Zecken entfernt und aus dem Fenster geschmissen. Geht das klar? Die hat einmal nach vorne geguckt, guckt nach hinten, Zecke im Gesicht, alles klar, zack, und raus damit. Hinten und Zecke im Gesicht und wieder raus damit, zack, zack, das die ganze Zeit. Sonst waren wir einmal richtig schön noch in der Schweiz dann, weil sie hat sich angeboten, war direkt nebenan, waren wir dann beim Rheinfall, so im Endeffekt der größte Wasserfall vom Rhein, so Der ungefähr, die Rheinfall, Stromstelle vom richtiger Rhein. Rheinfall, ne, Ja, genau, so wollte ich jetzt, ich habe die Folge auch schon so genannt. Ich habe mir gedacht, die wow. Woche war kein Rheinfall. Das ist gut, ne, Leute, ihr lest es ja, aber ich habe mir gedacht, das ist. Nein, sind wir nicht. Wir sehen das immer noch nicht, nur du siehst das. Ach so, ja, Ja, das echt, Recording ich Overview. wollte gerade sagen. Apropos Timo, steht bei mir jetzt eigentlich Mark oder Markus? Bei dir steht schon seit Wochen Marc. Das war die ersten 3, 4 Wochen schon bei dir, Markus. Witzig. Na gut. Ja, jedenfalls in der Schweiz, ja, diesen geilen Wasserfall da begutachtet von unserem Lieblingsrhein, den wir alle gut kennen und lieben, wenn man nicht drin ertrinkt. Ich weiß noch, das ist jetzt voll makaber, tut mir leid, aber das ist halt eine von einer Bekannten von mir, die Mitbewohnerin, Die ist ertrunken. der Kumpel von ihr ist im Rhein ertrunken und irgendwo am Arsch der Heide wurde er dann gefunden im Endeffekt. Das ist schon echt hart. In der Nordsee. Ja. Ja, soweit nicht. Aber das finde ich schon, wenn die Leute denken, die können schwimmen und dann schwimme ich mal über den Rhein. Ja, bitte macht das nicht, Leute. Schwimmt nur in ausgewählten Bereichen vom Rhein. Ja. Ja, sonst habe ich, ist nämlich, das klaue ich mir jetzt von dir, Timo, habe ich die Zusage bekommen von Jenny Herr der Ringe, die Extended Version. Also, Zusagen. wir durchleben es jetzt, und zwar habe ich ihr einen Antrag gemacht und sie ist jetzt nicht mehr meine Freundin, sondern meine Verlobte. Ja, der Mann ist Ja. verlobt. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt muss aber auch wieder ein Gedingel machen. Nein, Ja, oder? Jetzt nein. muss. Das Doch. muss er. Was? Wie oft heiraten wir? Ja, echt, James. Ja, dann doch mal, komm. Alles Gute. Ich wünsche dir alles Glück. Aber nur den Markt, der Jenny nicht, ne? Noch Doch bist du beide. frei, noch kannst du alles machen. Basti weiß, wie das ist. Ja, ist bald 7 Jahre her, ne? Ja, ich hab's gesehen, ich habe letztens die Fotos nochmal angeschaut. War das bei dir eigentlich auch so, Basti? Ich habe jetzt heute versucht, hier beim Standesamt mal anzurufen, um schon mal einen Termin zu machen, damit man schon mal irgendwie mal einen Termin macht, um hier die Hochzeit anzumelden, ne? Ja. Ich rufe da an, erstmal besetzt, dann rufe ich an, kommt erstmal der AB. Ja, ich bin aktuell da nicht erreichbar, bla bli blub. Bitte hinterlassen Sie Ihre Nummer, dann rufe ich Sie zurück. Ja, das sind So. Beamte. Ja. Dann rufe ich da, dann mache ich das. Und ich denke mir so, ja, das war um 8:30 Uhr sozusagen, als sie gerade geöffnet haben. Ich habe sehr, sehr früh extra angerufen. Ich dachte, komm, dann bist du der Erste. Oh. Ja, hat sich heute nicht gemeldet. Das ist normal. Hast du dann gewartet oder hast du dann jeden Tag angerufen? Wie machen wir, wie geht man da Tats vor? tatsächlich hat Steffi das gemacht, da müsste ich mal fragen. Aber wir haben, meine ich, einfach nur angerufen und irgendwann hatten wir dann irgendwen am Telefon und da haben wir dann einen Termin halt festgemacht. Also wir haben ein Datum gesagt, die konnten uns dann sagen, ja, dann und dann ist noch frei. Ja. Und dann haben wir das halt erstmal festgehalten, ne, damit du einen festen Termin hast. Das konntest du ja dann immer noch ändern, wenn es dir dann nicht gepasst hat. Aber so lief das eigentlich ab. Ja, geil. Ja, weil ich hoffe jetzt halt, dass die sich vielleicht. Ich rufe jetzt einfach morgen nochmal an, obwohl sie explizit gesagt hat, bitte nicht häufiger anrufen, aber ich bin ungeduldig. Ja, solange du nicht Und. nochmal auf den AB sprichst mit deinem Namen, wissen ja nicht, dass du es warst, ne? Das ist wahr. Das ist gut. Das ist Hallo, Immer wieder auf mein Bild sprechen. Hallo, hallo. Ibens. Einst Verlobte. Ja. Jetzt hoffe ich halt, dass der Rückruf kommt und ich das vielleicht, dass wir dieses Jahr noch alles irgendwie über die Bühne kriegen. Das wär natürlich geil, weil ich finde verlobt sein irgendwie so, ja, so unnötig. Ja, Weil man ist so in der Schwebe, ne? ja, ich habe das Jahr bekommen, so jetzt will ich eigentlich auch dann auch das durchziehen, weil worauf Nägel warte mit ich denn jetzt Köpfen noch? machen. Ja. Ja. Sagt man das Nägel so, in ne? Jennys Köpfen.
Wer auch Nägel mit Köpfen gemacht hat, war dieser Spieltag, ne? Es wurden Entscheidungen gefällt. Gehen wir zum Fußball rüber, oder? Ja, das Intro-Bild, Marc. Ja, können wir halt machen. Nee, ich mache ja schon. Einmal reicht. Alles ist okay, passiert. Und die Überleitung war so scheiße. Boah, wir sind so schlecht, was das angeht. Ach, weiß ja? ich nicht. Ich hab schon Schlechteres gehört. Leckeres Bier. Wir können ja direkt damit anfangen, was alle hören wollen. Ja, natürlich, das Montagscaster-Derby, ne? Da haben alle drauf gewartet. Ja, alle. Alle. War das spektakulär. Ich hoffe ja wirklich, dass wir nächste Saison mal ein Montagscaster-Duell kriegen, Bremen gegen Köln, was irgendeine Relevanz hat. Also das jetzt war minimal für Bremen von Bedeutung. Wenn man sich den Spieltag jetzt am Ende anguckt, war es auch für Bremen egal. Weil ich glaube nicht, dass wir gegen Union Berlin 20 Tore kassieren, damit uns Bochum und Schalke mit ihrem Torverhältnis noch überholen könnten. Dementsprechend, unwahrscheinlich. So, Basti, hast du Köln gegen Bremen dir angeguckt? Hattest du Bock auf dieses Spiel, dieses tolle Spiel? Ich habe das Ergebnis gesehen. Ich war tatsächlich an anderen Spielen interessiert. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Überhaupt nicht. Ja, James, Timo, will jemand mal kurz das Spiel zusammenfassen? Habt ihr es gesehen? Habt ihr es genossen? Was ist eure Meinung zu diesem fulminanten Festival? Weil wir müssen drüber sprechen, es ist das einzige Duell, was wir dieses Jahr miteinander hatten. Nein, wir hatten noch ein anderes. Das ging noch ziemlich hoch raus. Ja, aber das war noch vor unserer Zeit, deswegen zählt das nicht. Seit der Aufnahme des der Montagscaster steht es jetzt unentschieden bei Bremen gegen Köln. Und dann zählen wir jetzt. Aber ich würd das ja nicht mal als Duell werten. Ne? Also das wäre eher wie Deutschland, das in Polen eingelaufen ist. Ah, du meinst jetzt, wer ist das? Aber das war ja das erste Spiel, was nicht zählt. Das existiert ja nicht. Deswegen bleiben wir bei dem Spiel hier. Ich kann es kurz zusammenfassen. Uh-huh. Ja, bitte. Köln war deutlich besser, hat dann das Fußballspielen eingestellt und Bremen hat das ausgenutzt. Ja, und Köln hätte sogar am Ende den Schlusspunkt trotzdem noch setzen können. Ach, der Selke, ey. Weißt du, wie ich ausgerastet bin? Ich war hier mit meinem Vater und ich bin so ausgerastet. Da sage ich immer diese dämlichen Ex-Bremer, die immer aus 2 Meter Entfernung übers Tor schießen bei uns. Ne? Pizarro, stimmt. Boah, ich kann es nicht mehr sehen. Ich meine, nichts gegen Selke, der hat echt gut gespielt in den letzten Spielen, aber den hätte er noch machen können. Ne? Ich verstehe es aber nicht, ich finde es witzig, ne? Eigentlich, wie viele Ex-Kölner und Ex-Bremer auf unseren Seiten da rumlaufen. Das ist echt so ein Bäumchen wechselig, ne? Ja. Vor allem weißt du, was am meisten auf dem Platz stand? Ex-Hannoveraner. Das musst du mal durchziehen, wie viele Ex-Hannoveraner da auf dem Platz standen. Füllkrug, Bittenkurt auf unserer Seite. Duxch, stimmt, klar, den haben wir von Hannover, ja. Dann Meiner von uns. Ja. Hübers. Hübers. Hübers haben wir auch von Hoffenheim geholt. Ich meine, es waren 6. Von Hoffenheim? Ich 5 oder 6. Ja. Ich dachte, 5 oder 6 Hannoveraner. Hab ich schon gesagt. Du hast gerade Hoffenheim gesagt. Aber Hübers habt ihr von Hoffenheim geholt. Ach, so. Hannover geholt. Ach, Mensch, Junge, es ist halb 8 abends. Kannst du da den erzählen? Schwäber auch noch zählen? Der war auch von Hoffenheim. Dann hast du schon 2. Ja, aber es ist schon krass, wie viele Ex-Hannoveraner da auf dem Platz standen oder eingewechselt wurden. Na gut, okay, das stimmt, ja. Gut, wenn man so sieht. Ja, und wo ist Hannover jetzt? Am Arsch sind die, am Arsch. Nein, Aufstieg schaffen sie nicht mehr. Nee, schaffen sie nicht mehr. Nee, tun sie nicht, nein. Nee, ansonsten. Nö, aber wie gesagt, ja, James. Nee, ansonsten war halt, man hat halt gemerkt, das war ein Spiel, wo es irgendwie um nichts ging, gefühlt. Ja, aber also das für die Bremer war auf eurer Seite so, gewinnen, ja. Ne? Klar, dass sie habt ihr das gesehen im Vorfeld? Was denn? Ja, Bremen hat schon wieder sozusagen einen Fanmarsch gemacht, waren wieder hunderte, tausende Bremer auf der Straße, haben wieder so einen Fanmarsch gestartet und haben sich sozusagen eingeschworen auf dieses Spiel. Mhm. Also die Fans schon mal. Also bei den Fans war schon sehr viel und es war ja sogar so weit, dass die Fans, das hört man relativ wenig eigentlich, trotz unserer mageren Ausbeute der letzten Jahre in der Bundesliga, hört man sehr selten Pfiffe im eigenen Stadion. Und die waren diesmal relativ früh zu hören, vor allem in der ersten Halbzeit, weil die Bremer wirklich gar keine Mittel gefunden haben, gegen das Kölner Pressing irgendwas auszusetzen am Anfang. Das war wirklich der Hammer. Weil Köln hat uns ja eingeschnürt und wir haben nur noch lange Bälle hingekriegt.
Also, und dann gab es halt die Pfiffe. Und das hört man selten. Das ist echt krass. Also, und das ist auch, man merkt auch jetzt hier so im Umfeld, was ich jetzt auch schon so gehört habe und gelesen habe, Freude ist nicht da, was den Klassenerhalt angeht. Das ist jetzt fast schon mehr Erleichterung und trotzdem noch so ein bisschen Resignation. Weil man jetzt eher auf die Zukunft guckt und sich denkt, der Trend ist nicht unser Freund. Also das läuft nicht gerade rosig. Wenn das so weitergeht und wir jetzt noch geschwächter sind, also sagen wir mal so, einer von den beiden wird uns zu 100% verlassen, für wahrscheinlich sogar beide. Die Stürmer meine ich jetzt. Und ja. Das wird kribbelig. Das wird echt kribbelig. Das wird teuer. Ja, wir haben jetzt schon 9 Spieler geholt. Ne, der erste ist jetzt da, der erste Transfer ist jetzt unter Dach und Fach. Ja, der Düsseldorfer, oder? Der Kovacni. David, genau, David Kovacni von Fortuna Düsseldorf haben wir jetzt geholt. Mhm. Clemens Fritz hat explizit nochmal gesagt, er soll nicht Füllkrug oder Duxch ersetzen, also für einen eventuellen Abgang, sondern soll uns in der Offensive breiter aufstellen. Ja, es ist so ein Gerede, was die dann einfach Bullshit. Immer sagen, glaube ich, ne? Das ist Bullshit. Ja, das ist also einer von beiden wird gehen, die werden nicht beide bleiben. Ja. Ich aber Duxch Modest haben. Nee. Nee. Genau. Nee, ich würde, wenn dann, wäre es mal gucken, mal wer so abgestiegen ist hier bei Hertha, so ein Jovetic für wenig Geld. Ja, aber würde ich nicht machen. Jovetic wird jetzt auch 34 dieses Jahr. Ja. Ist er so alt? Der ist alt, ja. Aber das ist, ich habe heute mal aus Jux, kurzer Exkurs, ich habe heute mal aus Jux mir den Kader angeguckt von Hertha, wer könnte alles gehen, wer könnte alles bleiben. Die haben ja da gefühlt jedem Spieler einen Vertrag bis 2026, 2027 gegeben. Das ist ja richtig heftig. Ja, und auch sehr hoch dotierte Verträge. Oh. Also die sind ja auch in der Rangliste, was Gehaltstabelle angeht, im oberen Drittel. Ja. Schon krass. Wir waren gut aufgestellt. Ja, um das mal kurz zu Bremen abzuschließen. Ja, happy, wir haben es geschafft. Und es war nicht unverdient, das Unentschieden. Ne? Ihr habt ja dann echt, ja, das Tor fiel, habt ihr ja schon eine gute Phase gehabt. Ne? Und davor hatte ja auch der, wer war das? War es Füllkrug, der dann irgendwie den Ball zu Stage rübergegeben hat oder so? Nee, das war abgeprallt. Das war, wie heißt das, ein Kölner Spieler, der den Ball zu Stay rübergespielt hat. Irgendwie so, der stand halt frei vom Schwäbe, ne? Und das war Niklas Schmidt passt und der wird abgeblockt und Stay überlegt 38 Minuten lang, wo das Tor steht und deswegen kann Schwäbe das Eck kurz zumachen und dann hat Stay das verkackt. Ja, und das kurz danach hat Füllkrug dann nochmal eine Chance und danach ist dann das Ding drin mit Schmidt. Aus so einem spitzen Winkel, ey. War ein bisschen da. Ja, das ist da untypisch, weil. Darf ich zu Ende sprechen oder? Nein. Nein, merkst du doch. Alter. Weil ich ja eigentlich angesetzt habe und du mich unterbrochen hast, deswegen versuche ich die ganze Zeit weiterzureden. Ach so. Aber ja. Okay, nee, dann machen Sie doch weiter. Ja, weil ich das mit Bremen jetzt abschließen wollte, habe ich gesagt, ja, dann hast du mich unterbrochen. Okay, Entschuldigung. Ja, weil ich eigentlich nur sagen wollte, dass natürlich wir natürlich davon profitiert haben, dass ein Ljubicic sehr früh runter musste aufgrund einer Schiedsrichterfehlentscheidung. Ich denke mal, das hat den Kölner nicht geschmeckt, aber damals, wobei der Ausfall war jetzt nicht so groß, es wäre schwieriger gewesen, wenn Bittencourt die Rote gekriegt hätte. Ja. Verdient, wohl bemerkt. Ja, er hat sie nicht bekommen, Glück gehabt. Zack, zack. Ich fand das sehr, sehr witzig, weil wer ist das? Überprüft man bei Gelb-Rot? Nein. Nee, ne? Weil es eine gelbe Karte ist, überprüft man nicht. Die gelbe überprüft man nicht, ne? Deswegen, weil der trifft ja null den Ball. Ja. Ja, Glück gehabt, ey. Ja, und dann hat sich Weiser noch direkt verletzt in der zweiten Halbzeit. Das war natürlich auch witzig, dass jetzt hier erst Romano Schmid reinkam fürs Mittelfeld. Weiser verletzt sich, und dann musste Romano Schmid auf die Rechtsverteidigerposition. Und Niklas Schmidt kam dann ins Zentrum. Dann hatten wir da 3 Schmidts auf dem Spielfeld. Hier euren Schmidts und unsere beiden Schmidts. Lauter Schmidts, Schmittelfeld. Zweimal Schmidt und einmal Schmidts, ne? Oder? Ja, das ist Schmidt mit DT, Schmidt mit D. Und Schmidt mit TZ, mit Z, ne? Ja. Genau. Alle 3 verschieden geschrieben, ist das schön. Ja, genau, cool. James. Nein, ich wollte nur sagen, hatten wir noch, war ein Fehler von also was heißt das, also der Schwäbe, an einem guten Tag hält er den aber auch aus dem Spitzenwinkel, war irgendwie sah das komisch aus, muss ich sagen, beim Gegentor. Ja gut, Hector hätte auch eingreifen können, Hector hat das Fußballspielen eingestellt in der Sekunde.
Ja, ist halt Hector. Ist alles, ist unser bester Mann. Ist vieles schiefgegangen. Ja, natürlich, natürlich, der wird auch fehlen. Ne, deswegen. Ja, aber ansonsten würde ich sagen, weiter im Text. Weiter im Text. Ja, dann, dann müssen wir jetzt in den Meisterschaftskampf reingucken, ne? Dann müssen wir mal gucken. Basti, komm, Basti, sag es, haus raus, wer ist der beste Stürmer der Welt? Modest. Ich wollte es gerade sagen. Modest. Ja, also wer das Tor gesehen hat, den muss man erst mal so machen. Sebastian Haller. Du meinst das 1-0? Ja, klar. Ja, ja. Das 1-0 war geil, ey. Also, ich habe ja wirklich, als das Tor gefallen ist, Sam und Steffi waren gerade im Badezimmer sich, ich glaube, die Zähne putzen. Und ich bin hier so voll, ja! Und Sam ist voll erschrocken vom Hocker gefallen. Wahrscheinlich hat er deswegen keinen Bock mehr auf Fußball, ey. Wenn du sagst, also, wenn die immer so rumschreien. Doch, fand er gut. Er hat auch immer mitgeguckt. Und immer wenn ein Tor fiel, so Tor. Und dann war es die dritte Wiederholung, in der immer noch so Tor. Wir führen schon 3-0. Ja, ja, war schon geil. Meisterschaftskampf, Dortmunder wieder an der Spitze. Ja, das Schöne ist, ich habe halt wirklich die ganze Zeit auch immer fest dran geglaubt. Ne? Also auch nach dem verblödeten Bochum-Spiel. Ne? Also ich hab Marc, glaube ich, die Audio gemacht, dass wenn wir es jetzt nicht geschafft hätten, dann wäre das halt der krasse ausschlaggebende Punkt gewesen. Auch wenn man jetzt das Spiel von Bremen noch dazu nehmen kann, wo wir 2-0 bis in der 88. oder was das war führen. Oder das Stuttgart-Spiel, wo ich dann auch nochmal die Vibes jetzt am Spieltag hatte, wo wir da auch wieder die rote Karte für Augsburg bekommen haben. Und dann dachte ich mir auch schon so, scheiße, ungefähr selbe Minute, ich glaube eine Minute früher als in Stuttgart. Und ich so, ich glaube später. Ich glaube, das war 40. Stuttgart war, glaube ich, 38. Meine ich zumindest, dass ich mich erinnere, da wie der es gesagt hat. Kann auch genau sein. Andersrum gewesen sein. Kann sein. Aber das war direkt so im Kopf drin. Ich so, bitte nicht, bitte nicht. Aber die haben ja auch gemauert des Todes, ne? Also die Augsburger, die sind hinten nicht rausgekommen. Vielleicht ein, zwei Mal und da wurde es ja auch gefährlich. Da musste der Kobel gut halten. Aber sonst, die standen ja nur drin wie die italienische Nationalmannschaft, ne? Ja, ich hatte auch tatsächlich Sorge, als die rote Karte gefallen ist, dass es dann für euch noch schwerer wird, weil die Augsburger dann noch mehr mauern, aber da ist es noch gut ausgegangen. Ja, Tatsache. Also nachdem, also ich weiß auch gar nicht, also ich hätte es, glaube ich, nicht als rote Karte gewertet, weil um den Spieler rum waren, ich glaube, Adeyemi wurde da ja gefoult. Ja. Nee, Malen, glaube ich, oder? Malen? Ja, einer von den Schnellen. Und da standen ja, glaube ich, noch zwei Leute drumrum. Also ich hätte höchstens gelb gegeben. Ja, aber der wäre weg gewesen. Der wäre halt weg gewesen. Ja, das ist halt das war, Ding. Ja, das war für mich, war das halt Vereitelung einer klaren Torchance, weil den halt da runterreißen. Das wäre ja zum Tor gelaufen. Naja, klar. Ja, im Endeffekt hat es mich gefreut, ne? Die haben sich selbst geschwächt. Diesmal ist es halt nicht so dieser Einbruch gewesen. Sie sind konzentriert geblieben. Ja, ein bisschen hat Bellingham, finde ich, in der Mittelposition gefehlt, auch wenn Guerrero echt gute Bälle gespielt hat, was mich gewundert hat. Ich sehe den halt nicht in der Zentrale, ich sehe ihn halt eher auf links außen, ne? Also links Mittelfeld. Ja, aber das war sehr stabil alles, muss ich sagen. Emre Can war konzentriert, bin ich ja eh nicht so der größte Fan von eigentlich, aber konstant, also wirklich... Kann man nicht anders sagen. Oh. Ich glaube, die ganze Mannschaft hat super konstant gespielt, außer Reyerson, der hatte ein paar Fehlpässe, was mir nicht gefallen hat. Aber sonst diszipliniert alles runtergespielt, war super. Zum Can, ich muss ja sagen, der spielt aber auch seit einigen Wochen doch auf einem sehr guten Niveau, ne? Dass der Özcan ja gar nicht mehr zum Zug kommt. Also, das war ja echt so eine Zeit lang, dass der Özcan ja gespielt hat und der Can ja gar nicht, aber mittlerweile. Was der Can da auf der 6 macht, das ist schon höheres Bundesliga-Niveau wieder. Ja, vorher hat er aber auch Kreisliga gespielt. Ne? Ja. Also. Und behauptet, er ist einer für die Champions League. Richtig. Und ansonsten Hummels natürlich wieder mit einer sehr, sehr guten Leistung. Ja, überragend, Hummels. Boah, da gab's so einen Zweikampf, da hab ich sogar so, alter Mann, dieser alte Sack, ey, mit seinem Head and Shoulders da, Haaren da, ey, der ist da fast, es war im Mittelfeld irgendwo, wo dann die Augsburger dann beibesitzt waren, Hummels springt da hin, drückt die da alle weggefühlt und rennt mit dem Ball dann weiter und spielt den souverän weiter, das sah richtig krass aus, eigentlich so, jeder Bremer Innenverteidiger hätte sich dabei die Beine gebrochen und der alte Sack kriegt das da so geil gehandelt und strahlt diese Ruhe aus, dass um ihn herum fast alle so, wie Brandt würde es, glaube ich, so beschreiben, der benutzt zwar sein Haki und alle fallen um. dieses war echt krass, das war echt eine Autorität, die der Typ da ausgestrahlt hat.
Ja, und überleg mal, ne? Also wie viele Leute ja damals gesagt haben, 35 Millionen für einen alten Hummels noch auszugeben. Ja, ich zum Beispiel. Ja. und wenn du das jetzt siehst, ne, was der da noch abliefert, was der für Diagonalbälle spielt, die immer präzise ankommen, ne? Sein Stellungsspiel einfach genial. Klar, der ist nicht mehr der Schnellste. Aber ja, nie, ne? Aber eben. Aber auch die im Strafraum, der kriegt den Schuh in die Fresse, weißt du, hat blutendes Auge und das ist einfach der Mann. Aber der verlängert Mann. Habt ihr noch nicht mit ihm, ne? Nee, mit Reus haben wir verlängert, mit Hummels noch nicht. Komisch, dass da noch nichts irgendwie gefallen ist, dass das irgendwie. Ja gut, der ist jetzt sogar schon 35, also irgendwann geht es dann halt einfach nicht mehr, ne? Nur weil Bonucci und Chiellini da bis 49 gemacht haben. Also der ist interessiert, war nur, ich glaube, die Geldfrage halt noch, weil der auf Geld einbußen kriegt er dann, ne? Also wir bei Reus. Ja, natürlich, deswegen. Jetzt mal ganz, ganz kurz, Basti, um nochmal dahinter hinzukommen mit der roten Karte. Weißt du, was Augsburg wohl jetzt gerade gemacht hat? Nee. Die haben wohl die VAR-Ansetzung hinterfragen die gerade und der DFB muss jetzt Stellung beziehen. Denn im Kölner Keller saß wohl ein Unparteiischer, der sogenannte der Fischer, der kommt aus dem westfälischen Hemmer. Zwischen Hemmer und Dortmund liegen rund 40 Kilometer. Und da sagen die, das ist zu nah, wir haben schon wieder jemanden. Das ist dasselbe, was passiert ist bei Bochum gegen Dortmund. Jetzt sind es die Augsburger, die das jetzt sagen. Ja, aber in Bochum saß da einer aus Bayern unten. Ja, genau. Ja, also. Oh Mann. Das ist einfach nur affig. Vor allem gerade die Augsburger. War das Demirovic oder wie die Pfeife heißt, der sich da über Selke irgendwie lustig gemacht hat? Der dumme Sack, der bei jedem Scheiß beim Schiedsrichter ist und seine gesamte Mannschaft hinter ihm steht. Hey, Schiri. Das ist so nervig bei Augsburg. Ja, ey, da bin ich, sagen wir ganz ehrlich, da bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir jetzt wirklich noch hoffen können, dass Augsburg eventuell in die Relegation geht. Ja, überleg mal, können wir jetzt auch direkt mal zu dem Grund gehen, warum Basti Höhenflüge hat, weil natürlich auch Bayern gegen Leipzig verloren hat und kommen natürlich zwei wichtige Fragen und zwar erstmal, skandiert ihr jetzt auch die Leipzig-Hymne, wenn ihr Meister werdet? Im Leben nicht. James hat mir ein super schönes Reel dazu geschickt. Ich hab's auch gesehen. Deswegen kam ich gerade drauf. Ohne Witz, ich hab mich da so gesehen, ne? Ich hab mich da wirklich genau so gesehen. Haben wir jetzt auch eine Fanfreundschaft? Die Fresse, nein, hier. Ein scheiß Cappy zurück. Seid ihr immer noch scheiße? Verpisst euch. Herrlich. Das war so gut, ey. Ich hab da so oft, ich musste so lachen die ganze Zeit. Ich so, nee, das ist echt gut. Ah. Hey, die haben ja auch gefragt, ob sie sich jetzt auch ins Goldene Buch eintragen dürfen. Ja, hab ich gesehen. Aber ich habe noch nicht gehört, wie das jetzt ausgegangen ist, ob sie es dürfen oder nicht. Ich hoffe, sie werden einfach ignoriert. Ja, die kriegen eine Dose Red Bull und sollen zufrieden sein. Ja, ich wollte gerade sagen. Also, meine Güte. Aber was ich sonst meine, ist natürlich, dass dadurch, dass Leipzig jetzt auch gewonnen hat, ist ja Leipzig jetzt safe auch in der Champions League drin. So, die haben ihren Platz jetzt erreicht und Leipzig spielt jetzt gegen Schalke. Und ich hätte gesagt, Schalke verliert zu 100% gegen Leipzig, auch wenn sie das Stadion versuchen, halb voll zu kriegen. Aber jetzt ist Schalke durch. Schalke hat Pokalfinale vor der Brust. Schalke? Leipzig. Leipzig. Und vielleicht schonen die Leute vielleicht fürs Pokalfinale? Warum geht das so das Internet, dass ein Kunku nicht spielen wird und was weiß ich was, weil die Leute schonen? Also, bitte. Dann könnte der Werner spielen lassen, der hat ja jetzt nicht gespielt. Ja, genau. Aber bei Schalke sind Jens und Terodde gesperrt. Das ist natürlich auch bitter. Dafür ist Bülter wieder da. Also Terodde ist ja egal, aber Jens ist halt schmerzhaft. Ja, Terodde hat jetzt auch ein Tor gemacht, ne? Ja, klar. Ja. Also das ist sogar der erfolgreichste Mittelstürmer von denen. Weil Polter hat 2 Tore und dieser Fei oder wie der heißt, hat 0. Okay. Ach, ist Bülter gar kein Stürmer? Nö, spielt auf den Außen. Schon die ganze Zeit. Der spielt nicht im Sturm. Der ist der beste Scorer von denen, ja. Aber glaubt ihr jetzt nicht, dass dadurch Schalkes Chancen gestiegen sind, Leipzig zu schlagen, da die jetzt keinen Druck mehr verspüren? Ich glaube eher, dass sie die Euphorie jetzt mitnehmen, dass Leipzig gewonnen hat und tendieren darauf, auf das, was du gesagt hast. Aber ausruhen darauf sollten sie sich nicht.
Ja, das auf gar keinen Fall. Auch Leipzigs B11 ist immer noch stärker als Schalkes A11, ist ja klar. Naja. Aber trotzdem glaube ich, dass vielleicht eine nicht so eingespielte Leipziger Mannschaft auf dem Platz stehen wird, damit man auf jeden Fall mit voller Kapelle in Berlin aufschlagen kann und halt weiter Red Bull in den Pokal zu kippen. Das ist so deine Hoffnung, dass Schalke unbedingt die Klasse hält, Marc. Mach dich davon frei. Nein, das ist meine einzige Hoffnung, dass Augsburg noch Relegation spielt. Ist mir gerade mal scheißegal wegen Schalke und Bochum. Nee, doch, Schalke und Bochum müssen rein theoretisch und Stuttgart müssten alle gewinnen. Ich glaube, Schalke würde trotzdem absteigen. Nein, Schalke aber muss 20 Tore, die müssen Leipzig 20-0 schlagen, um die haben ein schlechteres Tor, deutlich schlechteres Torverhältnis. Also scheiß auf Schalke, dann Bochum, Bochum und Stuttgart, die beiden müssen gewinnen. Leverkusen ist das auch möglich, aber Bochum wird nicht gegen Leverkusen gewinnen, das glaube ich nicht. Aber die geben sich ja echt Mühe. Ja. Jetzt springen wir gerade in den Spielen, aber habt ihr das letzte Tor gesehen? Ja, das war natürlich, das war natürlich sau bitter. Das war auch scheiße verteidigt. Schlotterbeck geht da hoch, guckt sich noch einmal im Flug um, ob auch wirklich keiner mit ihm hochgesprungen ist und köpft dann den Ball ein, also bitte. Ja, wir sind von Hertha, ne? Also das ist einfach scheiße. Aber es kommt wieder ein Ex-Unioner gegen Hertha. Ja. Und der Schlotterbeck hat auch im Hinspiel getroffen im Januar. Da haben sie, aber hat ja Bochum gewonnen. Oder? Es wär ja egal gewesen, ob Hertha gewonnen hätte oder nicht, weil die an wären so oder so abgestiegen, oder? Nee, dann hätten sie 29 und dann wäre die Chance auf die Relegation da gewesen. Ja. Wie? Hertha hätte doch keinen 29, oder? Also, wir haben jetzt 26. Hätten sie 3 Punkte gekriegt, 29 und Bochum hat 32. Nee. Die haben ja unentschieden gespielt, also hätten sie dann 28 gehabt. Ach so, stimmt. Gehabt. Ja, ich bin dämlich. Also Bochum hätte dann 31 Punkte gehabt und Hertha hätte, wenn sie gewonnen hätten 28. Also doch, dann stimmt. Okay, wäre ich immer noch auf selbe Prinzip rausgekommen. Ja. Okay, und sie haben die bessere Torbesseres Tor für. Ja. Ja, dann hätten sie mit einem Sieg hätten sie Bochum überholen können, ja. Ja, krass. Wenn Bochum zeitgleich verliert, natürlich, ne? Ja, natürlich. Ja, aber wie gesagt, die spielen gegen Leverkusen. Also, spielen die in Leverkusen oder zu Hause? Also, die spielen zu Hause. Aber ich meine, Leverkusen, ich weiß nicht, ob jemand von euch Gladbach gegen Leverkusen geguckt hat. Das meinte ich mit, wer hat das letzte Tor gesehen? Ach so. Ja, also letzten Endes, Leverkusen wird natürlich alles reinhauen, weil die wollen halt noch europäisch spielen. Dafür müssen die im besten Fall gewinnen. Ja, hätte sie auch gegen Gladbach machen können, die Graupen. Ja, haben sie aber nicht. So, das Problem hat halt Bochum jetzt. Ja. Aber ja, das ist brutal, weil natürlich glaube ich auch, dass Leverkusen das Spiel gegen Bochum gewinnt und Schalke nicht gegen Leipzig gewinnt. Das heißt ja dann eigentlich, dass Schalke und Hertha absteigen, Bochum Relegation, das ist ja kacke. Kommt drauf an. Ja, kein Augsburg, ich will Augsburg runter haben, also muss Bochum gewinnen. Nein, also Augsburg geht sowieso nicht runter, weil ich gehe mal stark davon aus, wenn nicht noch was richtig Krasses passiert und die Heidenheimer sich einscheißen, wird Hamburg Relegation spielen und Bochum, finde ich, ist der leichteste Gegner von allen, die da bekommen könnten. Das kann gut sein, aber ich will trotzdem, dass Augsburg absteigt. Ja, aber wie gesagt, wenn Augsburg in die Relegation kommt, was ich nicht glaube, wenn Augsburg in die Relegation kommt, dann schlagen die Hamburg. Die haben viel besseren Kader als die. Ja, aber der Walter-Fußball, Timo. Der Walter-Fußball. Geh mir weg bei diesen Unsympathen, wenn ich diesen Grantelbart schon sehe. Ne? Boah, was fuckt dieser Typ mich ab? Das Aussehen von dem, dass der immer eine Flasche Wasser in der Hand hat, die blöden Aussagen, dass er keine zweite Bundesliga guckt und so eine Scherze. Das ist so ein Unsympath, dieser Mann. Dass er keine zweite Bundesliga guckt? Der spielt zweite Bundesliga. Ja, aber der hat doch gesagt, der guckt sich keine Spiele aus der zweiten Bundesliga an, weil ihn das irgendwie nicht interessiert oder irgendwie so. Okay. Das ist doch gut. Der hat ein paar Sprüche rausgehauen, das ist Wahnsinn. Das ist immer witzig, Leute, die du nicht leiden kannst, die verfolgst du ein bisschen zu sehr, oder? Nee, das sind von Kicker. Das waren Zitate. Die verfolgen ihn. Ja. nee, das sind Kicker-Zitate gewesen, die der Kicker halt auf Facebook veröffentlicht hat. Daher also ja, ich habe das Ding bei, glaube ich, bei Kicker gesehen. Ich habe den nicht auf Instagram abonniert. Oh, hat er wieder eine neue Story? Ja. Was sagt Walter denn heute? Timmy Walter? Timmy. Ja. Nee, aber weiß ich nicht. Hertha ist abgestiegen. Weint jemand? Nein. Ist jemand traurig? Nein, das haben die sich lange Zeit verdient. So wie der HSV damals. Das ist bei Hertha. Big City Club. Glaubt ihr, dass das jetzt wirklich bei Hertha ernst ist mit den ganzen Gerüchten um den Zwangsabstieg, den eventuell bevorsteht? Das wird nicht passieren. Ja immer so,
Nein, Bundesligisten kriegen irgendwie immer dann die Knie irgendwie doch noch zusammen. Also das wird nicht passieren. Da stecken zu viele Leute mit ihrem Geld drin, als dass sie das jetzt zulassen werden. Ja. Habe ich nochmal ein Thema für Timo. 40 Millionen für Schalke, deutscher Staat. 40 Millionen für Schalke? Ja, haben sie doch damals bekommen. Ja, die Anleihen, bekommen. Ne? Ja. Ja. Staatsanleihen. Boah, hör mir auf mit der Scheiße. Ohne Scheiß. Wie viele Dreckskommentare von Schalker Drecksdeppen habe ich bitte gelesen? Wenn wir die Klasse halten, dann müssen wir das Geld zurückzahlen. Oh Scheiße, sind wir abgestiegen. Ja, das Geld ist halt weg. Alter, ey. Schalke. So, und so welche Kotzbrocken willst du weiter in der ersten Liga haben? Boah, ich denke ja, ein Traditionsverein ist. Nein, weg mit denen. Husch, weg. Oh wei. Die müssen doch ihren Verein verteidigen. Ja, ist ja schön und gut. Aber du nicht. Hör auf, Schalke zu verteidigen. Doch, ich brauche Schalke. Ich brauche Schalke, weil ich war jetzt einmal da. Das ist schon eine geile Atmo und ich will die einfach dann vernichten im eigenen Stadion wieder. 4-1 letztes Mal. Ja, oder letztes Mal, wo ihr den Punkte geschenkt habt. Ja, das war auch richtig nett von uns, ne? Ja, das war super nett von euch. Ja, gut. Schalke. Ja, die packen uns auch in die Relegation so. Dann müssten sie halt wirklich einen Punkt holen und Bochum muss verlieren. Ja. Dann haben sie es, ja. Weil ich glaube, da sind wir uns alle einig, Stuttgart wird Hoffenheim vernichten. Das Baden-Baden-Duell, wie heißt das? Boah. Matarazzo gegen Hoeneß halt, ne? Ja, das kann auch nochmal lustig werden. Hoffenheim ist jetzt durch. Ich denke mal, die werden die Spannung nicht hochhalten können und Stuttgart wird da, ja, aber die werden da Endo haben. Ja, Hoffenheim, ne? Die haben natürlich Union, also jeder Unioner tut mir leid im Moment. Das kann ja echt nochmal spannend werden. Nee, die tun mir nicht leid. Die tun mir nicht leid. Die Arschgeigen haben es verkackt. Die hätten, wie heißt es, in Ruhe Champions League spielen können nächstes Jahr, wenn sie gegen die gewonnen hätten. Dann wären die nämlich auch noch mit 32 Punkten mittendrin. Aber nee, die sollen weinen. Die sollen leiden, die Unioner. Ganz ehrlich. Ja, dann drücken wir mal alle Bremen die Daumen, dass die Union besiegen. Das ist mir egal. Die haben noch was, die haben noch was gut bei uns. Die dürfen ruhig gewinnen. Aber das wäre natürlich, stell mal, Bremen holt Sieg gegen Union und Freiburg spielt gegen Frankfurt. Ja, Frankfurt. Und Freiburg gewinnt und zieht dadurch in die Champions League ein. Ja, dann ist das so. Dann hätte man halt gegen Hoffenheim gewinnen müssen. Oder gegen uns. Mein Gott. Bremen ist nicht stark, Hoffenheim ist scheiße. Also ist gut, ist eine gute Mannschaft, so. Aber ist scheiße. Mit dem Schmutz. Ja. Mhm. Mann, ey. Genau. Deswegen, ich hab gestern ja auch, als ich die rumgefragt habe wegen Pro-Clubs, FIFA spielen, Julius, ich hatte so ein schlimmes Wochenende. Ich so, jetzt auf zu heulen, komm online. Ich hab's mir übrigens jetzt runtergeladen. Sehr gut. Sehr gut, Basti. Bin stolz auf dich. Ja. Stolz auf dich. Danke. Der versinkt an seinem Selbstmitleid, weil er jetzt mit Bayern keinen Titel holt und weil Union vielleicht aus der Champions League rausfliegt. Ja, vielleicht sucht er sich jetzt mal einen coolen Verein. Ja, genau. Den dritten noch? Brauchen wir noch einen dritten? Ja, warum nicht? Nur noch BVB-Fan? Nee, bitte nicht. Nee, würdest du nicht aufnehmen wollen? Nee. Wer einmal Bayern und Union-Fan war, den will ich nicht. Den will ich James, nicht. James, ist das so? Da willst du noch mitnehmen, so, dass er Real-Fan wird? Nee, warum soll ich? Also gibt genug Real-Fans. Er hat doch schon seine zwei Top-Mannschaften da. Was denn, wie will er das denn machen, dann auch noch nach Madrid jedes Wochenende spielen? Wo ein Wille ist, ist ein Weg. No hate. Ey Julius, wo bist du gerade? Ja, ich bin gerade auf Mallorca, wir spielen da. Was? Ich freue mich jetzt schon drauf, wenn Julius mir dazu, zu dieser Stelle wieder Nachrichten schickt, weil er schickt mir nämlich immer Nachrichten dazu. Er hat sich nämlich letztens über uns kaputt gelacht. Hatte mir ein GIF geschickt, als wir über Glasner gesprochen haben. Wie strukturiert wir darüber geredet hätten. So, Büro hat gebrannt, alle rennen in Panik durcheinander und komplett chaotisch. Hey, was? Das ist ein Witz, wir haben nicht strukturiert darüber gesprochen. Ja, so kam es ihm rüber. Ja, wir hätten haben halt. Wenn er Struktur will, soll er die Nachrichten gucken. Ja, echt. Bitte, ja. Was? Aber ich wollte nur, Basti, Dortmund wird Meister, wollte ich nochmal so in den Raum werfen. Ja, safe. Ich habe an dem Tag auch noch frei. Also wir gehen morgens erstmal zum Krewitzhof mit dem Kleen, dass er ein bisschen Spaß hat. Und dann mittags sitze ich hier vorm PC und gucke Dortmund.
Ja, weil ist es nicht auch geil gewesen, dass Mainz verloren hat gegen Stuttgart, dass natürlich die Mainzer jetzt für die um gar nichts mehr geht? Ja, weil wenn die gewonnen hätten, hätten sie noch Chancen auf Europa gehabt. Ne? Also, genau. Ja, das war ein glücklicher Zufall für uns. Aber die sind ja untergegangen, 4-1 dann. Ne? Also, ja, die können nichts mehr, ne? Die waren Rückrunden, glaube ich, Dritter oder sowas, waren richtig stark. Dann haben sie unentschieden gegen Bremen gespielt da, dieses komische 2-2 in den letzten Sekunden. Oh. Dann spielen sie auch, glaube ich, unentschieden gegen Köln und verlieren sogar gegen euch. Oder so, war ja auch so ein Ding. Und dann haben sie danach gar nichts mehr gewonnen. Die haben sogar gegen Frankfurt 3-0 verloren. Hm. Ja, aber ich find's gut. Ja. Aber Dortmund ist auch heiß. Also ich glaube nicht, dass die sich das jetzt noch nehmen lassen. Das wird ein 6-0, ne? Und das nicht, aber ich denke, das wird ein eindeutiges Ergebnis werden. Das gab es auch schon mal, habe ich heute im Video gesehen. Das letzte Mal, wo es am vorletzten Spieltag einen Tabellenwechsel gab, ist der Tabellenführer auch Meister geworden. Das war damals 2005, glaube ich. War das die Stuttgarter Meisterschaft? Da hat Stuttgart, glaube ich, die Meisterschaft übernommen. Schalke war Zweiter. Ja, und Dortmund hat gegen Schalke gewonnen. Dortmund hat gegen Schalke gewonnen und ja. Und am letzten Spiel ist dann Stuttgart Meister geworden. Da gab es einen Wechsel. Da habe ich mit dem Halbfass noch eine Wette gehabt, dass wenn wir die Schalker besiegen, muss er mir Kuchen kaufen. Der war Schalke-Fan? Nee, der Halbfass war Stuttgart-Fan. Ach du Scheiße. Der Gunkel war Schalke-Fan. Ja, aber den hatte ich nie. Ach, der Gunkel. Ja, ansonsten die Bayern, ja gut. Habt ihr das gelesen mit Müller? Ja, also was zwei davon? Spiele müssen die halt erstmal gewinnen. Naja. Das ist halt typisch Müller-Arroganz, ne? Das ist halt, wieder sein Gesicht gezeigt, warum ich ihn nicht leiden kann. Alles gut. Ach, ey. Also das schwerste Spiel hatten sie jetzt, finde ich, weil das war Augsburg, die noch abstiegsgefährdet sind, ist immer das schwierigste Spiel, da gewinnen die auch gegen Bayern und Co. Und die haben sie souverän geschlagen, 3-0, zack, und jetzt kommt Mainz. Klar, jetzt kann Dortmund sich noch selbst im Weg stehen. Ohne, klar, das ist immer wie möglich. Wie immer. Ja, da kann Kobel wieder am Ball vorbeitreten und so ein Scheißdreck. Komm, ey. Weißt du, da gucke ich einmal mit Timo und Daniel Fußball, ne? Und dann kriege ich wieder so, eine Grütze vorgelegt, ey. Und der Witz ist ja, ich habe damals, also Timo war dabei, Wirt war dabei, da sind wir im Ratskeller gewesen. Da war gerade der Birki neu bei uns. Was macht der? Springt gegen die Bayern auch am Ball vorbei. Ja, das war dieser, das haben sie auch später ein Meme draus gemacht. Als er springt, haben sie einen Super Mario Jump Sound eingebaut. Das war gut. Oh, da ist Birki de Gürki entstanden. Ja, Birki de Gürki. Birki de Gürki. Ja, der besser Typ, Birki. Ja, aber ich sage, ich würde mich ja immer noch kaputt lachen, wenn folgendes Szenario, das ist Dortmund verliert tatsächlich am Samstag. Bayern geht gegen uns 1-0 in Führung und dann kommt irgendwie der 89. Minute Davy Selke und macht das 1-1 und dadurch wird Dortmund Meister. Ich würde das so abfeiern. Das, ohne Witz, das wäre so geil, weil besonders die Bayern sind ja hier in Köln. Oh. Ja, klar. Also Köln wird brennen. Ja, natürlich. Ja. Bei mir ist das wirklich so, jetzt hier, der damit da gar nichts am Hut hat eigentlich, sitzt hier und hat das Herz, schlägt dann so in beide Richtungen. Einerseits würde ich gerne den schwarzen Rauch aus dem Münchner Gästeblock dann sehen, wie damals den schwarzen Rauch aus der Kölner Kurve, als ihr abgestiegen seid, weißt du? So ein bisschen so die Retourkutsche, die FC-Fans hauen da den Bayern jetzt die Meisterschaft endgültig kaputt. Mhm. Das fände ich wirklich witzig. Andererseits, ich muss den Ton ausstellen. Ich könnte das nicht ertragen, wenn ich im Signal Iduna Park auf einmal wie die FC-Hymne höre und die alle sagen, Fanfreundschaft, haltet alle die Fresse. Nur weil du sowas nicht hast. Nur weil ihr keine Schalke. Freundschaften habt. Ja. Doch, haben wir, aber die sind halt sehr weit unter uns in Liga 4 und 5. Irgendwie. Ja. Was denn, alle Mania Aachen oder was? Nee, Erfurt. Wir pflegen eine sehr, sehr gute Beziehung natürlich zu St. Pauli, weil unser gemeinsamer Feind der HSV ist. Ja, okay, St. Pauli ist aber auch ein cooler Verein. Ja, außerdem, wie wir halt, der FC, ne? Auch. Der FC kann auch ganz gut mit St. Pauli. Das ist sehr, sehr komisch, weil ihr seid eigentlich eher so der rechte Verein und St. Pauli ist komplett links. Was? Ja, in eurer Fanszene gibt es mehr rechtgesinnte Vereine. Wenn man die Fans mal so aufteilt, ist Bremen, St. Pauli weiter links, was die Fans angeht, ist so das linke Gesocks und beim FC ist doch eher so Rechtstendenz. Deswegen. Also mein Vater hat mir das mal so erklärt, das liegt wohl daran, weil der FC in der Vergangenheit irgendwie immer mit so, wenn es so zwei Vereine in derselben Stadt gab, dann war der FC irgendwie immer mit den kleineren. Also wir verstehen es wohl auch besser mit 1860 München. Hat mein Vater mir immer so erklärt. Und mit der Hertha, ne? Ja, ist der kleinere Verein. sportlich gesehen auf jeden Fall.
Gott, was muss das bitter sein? Kann man das switchen, wenn man sowas macht? Kann man, ich glaube nicht, nein. Ne? In der Regel nicht, nein. Der kleine Verein ist weil man jetzt der Große. Jetzt müssen wir den anderen helfen. Ja, nee. Ihr könnt ja der Hertha ein paar Millionen abdrücken. Ja. Haben wir doch schon mit Selke, alles gut. Ja. Wie viel habt ihr eigentlich bezahlt für Selke? 2, glaube ich. 1,5 Millionen oder irgendwie sowas. So. Ja, muss man mir drehen. Warte mal, Bremen hätte doch, glaube ich, irgendwie 5 Millionen zahlen müssen oder sowas. Der kam doch ablösefrei. Die haben doch den Vertrag mit dem aufgelöst, damit er weg kann. Stimmt, ja. Stimmt. Der verdient 2 Millionen. So war das. Ja. Aber super Deal gemacht. Davy Selke, Nationalspieler demnächst wieder. Ja. Ich gucke gerade nochmal parallel. Ja, ablösefrei haben wir den geholt, tatsächlich. Ah, okay. Alles richtig gemacht, 5 Tore für kostenlos, ne? Ja, klar. Ja. Kurzer Einwurf, meine Freundin, die war gerade einkaufen, ne? Und ich habe ihr halt extra Sachen hingestellt, die sie mitnehmen soll. Und zwar leere Sodastream-Flaschen, ne? Die Gaskartuschen. Hm. Und jetzt kommt hier rein, legt mir einen Zettel vor und steht: Ich hoffe, du willst mich noch heiraten, obwohl ich die Sodastream-Flaschen vergessen habe. Ja, schick sie noch mal los! Ja, kann sich dran gewöhnen. Oh, Mann! Oh, Frau. Jetzt muss der arme Marc stilles Wasser aus dem Hahn trinken. Oh nein! Ich hab Bier. Kraneberger. Der gute Kraneberger. Lecker, Stümple. Ja, was machen wir jetzt? Ich wünsche mir, dass Freiburg in der Champions League landet. Dazu müssen deine Bremer gewinnen. Nö, reicht auch ein Unentschieden, aber... Ach, Unentschieden reicht Freiburg auch? Ich dachte, die hätten... Natürlich. Ach stimmt, die sind ja punktgleich, ne? Ja. Naja. Ich habe irgendwie die ganze Zeit im Kopf gehabt, dass Union 3 Punkte in Führung liegt. Nee, dann... Ja, dann hätte Freiburg aber auch sehr hoch gewinnen müssen. Ja, ja, das hatte ich jetzt irgendwie nicht auf dem Schirm richtig. Also mir ist tatsächlich eigentlich egal. Ich glaube eher Freiburg, weil ich mit dem Streich sympathisiere. Bei Union ist es nächstes Jahr wieder eine komplett andere Mannschaft, weil die sich erstmal 16 neue Spieler kaufen. Oder ausleihen. Das ist mir halt so freaky. Das ist mir ehrlich gesagt so unheimlich bei Union. Die dürfen das nicht schaffen. Das wäre natürlich freaky, krass, ey. Conference League, Euro League, Champions League. Was kommt danach? Die Meisterschaft? Nee, der Abstieg hoffentlich dann. Nee, Entschuldigung, Julius, das meinte ich nicht ernst. Der Abstieg, ey, jetzt. Der Umzug ins Olympiastadion kommt dann. Nee, das geht ja auch nicht. Ich glaube, dann würden die alle in Brand aufgehen, dann die Fans. Und es wird nicht funktionieren. Ja. Überleg mal. Das könnten die doch gar nicht aushalten. Oder Champions League würden sie erreichen und würden dann im Olympiastadion spielen. Also, ach, irgendwie, weiß ich nicht. Wäre das geil? Julius, schreib mir das mal. Wäre das geil? Champions League gegen Real Madrid im Olympiastadion? Muss ja nicht mal nur Julius schreiben. Kann ja jeder in die Kommentarsektion auf Instagram schreiben. Ja, aber ich weiß nicht, ob da Union-Fans dabei sind. Aber ja, wenn Union-Fans dabei sind, dann sagt mal. Dann sagt mal an, Leute. Aber ich dachte, die spielen in der Champions League oder so im Olympiastadion, aber gut, dann habe ich da irgendwas falsch gedacht. Weiß ich nicht. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich meine, dass die da noch Auflagen erfüllen müssten, blabliblub, vielleicht wird das noch gehen. Ich habe keine Ahnung. Aber ich weiß noch nicht, ob das finanziell Sinn machen würde. Die würden ja, das Stadion wäre eh immer voll. Ja, beide wären voll. Ich wette, die würden es wohl nicht. Ja, aber dann würden sie doch mehr Geld verdienen, wenn sie das Olympiastadion voll kriegen. Ja, da bin ich mir aber natürlich nicht sicher, wie das dann läuft, ob die Hertha dann, beziehungsweise der Betreiber des Olympiastadions mitverdient. Weißt du? Deutsche Bahn meinst du? Wenn das der Deutschen Bahn gehört, dann ja. Ich glaube ja, ich bin mir nicht sicher. Wenn die dann was fürs Schienennetz tun, ja gerne, dann ab ins Olympiastadion. Dann kommen sie mal pünktlich an. Ja, das glaube ich auch nicht. Nee. Nee. So Leute, wir haben da noch bestimmt noch Themen im Bereich Fußball, oder nicht? Ja, ich habe sonst, ich wollte nur Glückwunsch an Elversberg ausrichten zum ersten Aufstieg in die zweite Liga, nachdem sie direkt von der vierten in die dritte aufgestiegen sind, also von der vierten in die dritte und dann den Weiteraufstieg in die zweite geschafft haben. Also die sollen es genießen in der zweiten Liga, denn die werden wieder sang- und klanglos absteigen, sage ich direkt. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, die können es schaffen. Es ist sowas wie Sandhausen. Ja, aber Paderborn ist genauso im Endeffekt von der Infrastruktur, von allem drum und dran. Aber Paderborn hat es auch damals von der... Die sind in der dritten Liga abgestiegen, sind nur drin geblieben, weil Stuttgarter Kickers sich abmelden mussten, haben dadurch den Klassenerhalt geschafft, sind aufgestiegen und waren auf einmal in der ersten Liga.
klar, erwarte ich jetzt nicht, dass das Elversberg jetzt auch in die erste Liga durchmarschiert, ist klar. Aber dass sie vielleicht, Sandhausen war jetzt 10, 11 Jahre in der Bundesliga, in der zweiten Liga am Stück, dann wünsche ich denen das jetzt auch, weil Sandhausen ist jetzt weg, dadurch können die jetzt das neue Sandhausen werden. Waren die so lange in der zweiten Liga, Sandhausen? Ja, 10, 11 Jahre. Ach, ja, die sind richtig lang da gewesen. Und kurze Frage, Elversberg, ist das Berliner Vorort, wisst ihr das? Keine Ahnung. Ich habe mich noch nie mit befasst, obwohl der beste Nachwuchsstürmer der Welt dort spielt, mit Woltemade. Aber nee, sonst keine Ahnung. Ach, ihr wolltet hier Dortmund, ihr wolltet den Stürmer nicht kaufen, ne? Welchen? Unseren Bremer Jungen da. Ja, was ich auch nicht verstehe, weil der hat jetzt, okay, der hat die komplette Hinrunde, hat er eigentlich gar nichts gebracht. Ne, der war da irgendwie richtig wack. Ja, ja, total. Aber der hat und ja, man hat in der Hinrunde noch von der Ausstiegsklausel von 1 Million geredet. Genau, genau. Und wenn die gegriffen hätte, also wenn es wirklich nur mit 1 Million gewesen wäre, ich glaube, den hätte man gekauft, weil der hat ja die letzten 8, 9 Spiele, ist er ja voll aufgeblüht, ne? Also der hat irgendwie 5 Tore und 3 Vorlagen gemacht. Ja, der hat jetzt insgesamt, glaube ich, 12 Tore und irgendwie 6 Vorlagen oder sowas jetzt am Ende in der dritten Liga geschossen. Ja, also ich habe nicht verstanden, warum der Kehl sagt, den behalten wir nicht. Weil der hätte ja Potenzial auch für die erste dann gehabt. Ne? Ja, vor allem, es war purer Abstiegskampf, oder? Ja, also die sind safe, also die sind nicht abgestiegen. Ja, ja, ich weiß, aber ihr wart unten drin. Ja, ja, die waren unten drin. So, und dann als Stürmer trotzdem noch diese Toranzahl, finde ich dann immer doch nochmal bezeichnet, weil das ist eigentlich echt ganz ordentlich. Weil wenn es läuft, klar, dann läuft es immer, dann ballern die alle da oben alles weg, wenn du halt das ganze Team so funktioniert. Aber wenn du als Stürmer dann doch mal... Also ich bin froh, jetzt reden sie alle davon, dass er direkt schon in den Bundesliga-Kader mit aufgenommen wird. Ich habe eh nicht verstanden, warum wir da eine Ausstiegsklausel drin hatten und nicht einfach frei verhandeln konnten in Dortmund. Aber ja, Dankeschön Kehl, ich hoffe, dass er bei uns funktioniert. Ja, also ich wünsche es euch, ne? Also der ist ich finde ihn gut. Ja, ich habe leider nie ein Spiel gesehen, ich habe den halt nur über diese Nachrichten halt verfolgt die ganze Zeit. Über die ganze Posse darum, ob er jetzt verkauft wird oder nicht. Und auf einmal ist es dann 3 Millionen Ausstiegsklausel. Ich dachte, ui, fast so teuer wie Duxch. Ja, ich glaube halt einfach, weil wir haben ja vorne den Moukoko, dann den Aller. Wir wollten noch einen Stürmer jetzt kaufen. Auch von Ajax. Ich komme gerade nur nicht auf den Namen. Also Duxch wird's nicht? Stand ja noch im Raum. Aber ja, weil Duxch er träumt halt die, ja davon. Ja, Duxch wäre halt die günstige Alternative. Ne, der ja, Stürmer von Ajax Millionen. War auch irgendwie was bei 30, 38 Millionen. Wie gut. Und, kannst du fast 5-mal Duxch holen. Eben, und wir haben ja noch diesen Jugendspieler, den wir aus Anderlecht geholt haben. Oh. Durendal, ich weiß es gerade nicht. Und der hatte ja auch schon Potenzial für die erste. Wurde halt bis jetzt noch nicht eingesetzt, aber es ist ein sehr großes Thema gewesen. Ich glaube auch Duxch, das wäre nichts für ihn. Ich glaube, dafür ist er nicht gut genug. Ja, der war ja schon bei uns, ne? Ja. Ja, ich finde, er hat schon Sprung gemacht, weil du hast in der Hinrunde gemerkt, dass Bundesliga noch echt gewöhnungsbedürftig ist für ihn. Aber in der Rückrunde ist er klar besser gewesen als Füllkrug. Er hat, glaube ich, Füllkrug hat in der Zeit, glaube ich, nur 5 Tore geschossen oder sowas. Und Duxch hat, glaube ich, 10 gefühlt. So. Er hat in der Hinrunde 2 gemacht, in der Rückrunde 10 Tore. Also Duxch hat sich echt gemacht, klar. Hat einen Hattrick gegen Hertha gemacht. So. Das war halt geschenkt. Ne? Aber sonst... Hut ab, Duxch hat sich gemacht, muss ich jetzt sagen. Das ist echt schade und ich denke mal, er wird halt safe gehen. Mhm. Ja. Aber immerhin habt ihr einen Torschützenkönig, wenn es so bleibt. Mhm. Ja. Wer kommt, der rückt den Gnabry rückt näher. Gnabry ist es. Also, ich drücke Köln die Daumen, dass Gnabry keine 2 Tore schießt. Ich drücke, wer ist das? Schalke die Daumen, dass Nkunku keine 2 Tore schießt. Dann ist Grifo noch da, das heißt, der darf auch keine 2 Tore schießen. Und vielleicht schießt der Füllkrug mal wieder ein Tor. So, das wäre dann ganz gut. Ja. Ja. Also das wäre mega. Das ist das Einzige, worauf ich mich diesen Spieltag noch für mich freuen würde. Für den Füllkrug zum Abschluss noch. Du hast doch einen vergessen, Marky Boy. Colo, 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 Muani. Ach, Muani, genau. Ja, ja, aber da mache ich mir keine Sorgen. Und der macht's jetzt. Der macht's jetzt, weil ich es jetzt geungt habe. Wobei, das wäre gut fürs Kicker-Team von mir. Pass auf, oder es kommt ein Thuram und der macht doch einen Dreierpack, bevor er Gladbach verlässt. Ne, der ist verletzt, aber es geht dem kommt nicht mehr. Ist der verletzt? Der ist schon die ganze Zeit verletzt. Ja, ja, der ach, war das Player, der gespielt hat, der den Pass gekriegt hat vom Gladbacher beim Slapstick-Tor?
Das weiß ich nicht. Stindl hat das Tor gemacht. Ist Thuram doch wieder da? Dann würde ich mich natürlich, dann hätte ich auch wieder Angst. Ja klar, Thuram hat doch gespielt. Da ist doch dieses Slapstick-Tor passiert. Oder? Weißt du das jetzt oder glaubst du das jetzt? Ich weiß, ich habe gerade nachgeschaut. Okay. Deswegen, da ist ja, habt ihr es überhaupt gesehen, diesen Rückpass? Ja, ja. Ja, mega. Und das war, ich verstehe nicht, was Amiri da macht. Ja, der passt einfach zum Torwart, ne? Und vor allem, der steht halt wirklich vor dem Torwart. Ja, aber Thuram steht vor dem Torwart, genau vor dem Torwart. Ja, das war schon geil. Aber ich meine, das erste Tor war auch geil. Also, das zweite hat es getoppt, aber das erste Gegentor war ja auch ein Geschenk. Jetzt davon losgelöst. Also, auf jeden Fall, Thuram müsste Dreierpack machen, dann könnte er auch nochmal auf 16 Tore kommen. Aber das glaube ich nicht. Hey, ja. Die müssten halt gegen wen spielen sie denn eigentlich? Gegen Augsburg. Ja, bitte. Dann würde ich es gönnen. Wenn wir dies schaffen, Augsburg, auch dass die verlieren, wenn alle anderen, wenn es eigentlich. Gladbach wird es verkacken. Augsburg wird Gladbach über den Haufen schießen. Die werden die Fohlen auffressen. Es fuckt mich übrigens ab, weil ich hätte dieser Hofmann das Tor nicht gemacht und sowas, dann hätte ich echt gut Punkte auf Julius bei Kicker gut gemacht. Jetzt habe ich nur einen Punkt gut gemacht und bin jetzt 10 Punkte hinter ihm. 10 Punkte. Ich muss am letzten Spieltag jetzt 10 Punkte aufholen, damit ich ihn schlage. Ach Mann, ey. Zum Kotzen. Und wen habe ich im Sturm? Nkunku und Kolumuani und Diaby. Also die beiden kommen, die machen jetzt mal den Hattrick, wenn Vögel auch 2 Tore macht. Der Lücke. Füllkrug. Ja. So. Jetzt haben wir uns hier so ein bisschen klein aufgehalten. Moment, eins will ich noch sagen. Ja, bitte, hau raus, bitte. Habt ihr das mitbekommen, dass jetzt mittlerweile sogar Heidi Klum sagt, dass Hasan Salihamidžić sich verziehen soll aus Bayern? War das jetzt wirklich, weil die da hinter dem saß oder sowas? Ich habe nämlich das bei Fums gesehen. Da stand irgendwie, sie saß wohl sogar da im Stadion und hat sich und saß sogar hinter Oliver Kahn und Hasan und hat das wohl. Ja, sie saß schon relativ weit weg, also das hat sie sich nicht getraut, aber die saß so. Oliver Kahn ins Ohr gebrüllt, ihr seid scheiße! Du kriegst kein Foto! Also um es zu zitieren. Ich habe sie nämlich gerade vor mir, hat sie gesagt, eigentlich müsste der Hasan gehen. Ups, habe ich das jetzt gesagt? Oh, sorry. Hat eigentlich jemand von, Basti, du hast auch dann das Spiel bestimmt gesehen, oder? Wir haben auch gar nicht eigentlich über das Spiel gesprochen gegen Leipzig. War Bayern so scheiße? Die ersten 30 Minuten war Bayern dominant und dann haben sie das Spiel eingestellt. Komplett. Also wirklich komplett. Die haben nichts mehr gemacht. Wow. Ja. Beim Sex. Also, aber immerhin hältst du eine halbe Stunde durch. Also du hast halt Hut ab. Auch zweite Halbzeit hast du auch gemerkt, wie Leipzig halt wirklich aufs Tor gespielt hat. Also wirklich zweite Halbzeit war Leipzig echt gut. Und ich sag, das hat auch ein Arbeitskollege heute gesagt zu mir, den Bayern fehlen Führungsspieler, die abgezockt sind, wie ein Boateng, wie ein Ribéry, wie ein Robben, die einfach heiß drauf sind, Titel zu gewinnen. Oder ihre Frauen zu schlagen. Ja, das. Entschuldigung, aber das muss ich sagen, sobald du Boateng erwähnst, der ist bei mir sowas von unten durch den Typen, will ich nicht mehr wiedersehen. Ja gut, aber das eine von dem anderen jetzt mal losgelöst, ne? Ja, hast du recht. Ja, und die einfach heiß und geil drauf sind, Titel zu gewinnen. Und das war ja auch diese Ära, wo die 10 Titel in Folge gewonnen haben. Das waren halt Spieler, die immer mehr haben wollten. Und das sehe ich halt auch nicht bei so einem Gnabry. Wir haben doch Müller. Ja, Müller. Und wen noch? Jetzt sag, komm nicht mit Kimmich an. Der kann sich auch verpieseln. Wirklich. Was ist denn mit Goretzka? Der kann sich auch verpieseln. Goretzka. Also Goretzka hat Muskeln, aber keinen. Das kann ein De Ligt nicht die Führung übernehmen? Nein. Ist der so ein weichgespülter Typ? Der kann das nicht. Nein, der ist er noch zu jung für, finde ich, irgendwie. Da fehlt ihm noch. Wie alt ist denn der? Ist er nicht schon 25? 22, 23, irgendwie sowas. So, ich würde schon sagen, cool, ja. 24 maximal. Wow. Ne? Aber denen fehlt dann einfach so diese Spieler, die so den Heißhunger auf Titel haben. Die auch abgezockt sind. Die wissen nach einer Ecke, die sichern nur mit einem Spieler ab. Das ist doch total dumm. Also du führst 1-0 und dann sicherst du nur mit einem Abwehrspieler ab. Also das hat ja schon was von, ich laufe lachend in eine Kreissäge rein und hab Spaß oder so. Also, das war echt eine miserable Einstellung von den Bayern. Und
Die müssen sich da echt wieder mal gucken, dass sie da wieder Spieler zu sich holen, die heiß auf Titel sind. Weil ich sehe das nicht bei so einem Gnabry, bei einem Sané. Die haben ihre Meisterschaften geholt, sind zufrieden damit, aber mehr auch nicht. Ja, aber Sané ist ja auch der, ich glaube, überbewerteste Spieler in Bayern. Ja, das war so mal so. Der hat sich selbst auf seinen Körper tätowiert. So verliebt ist dieser Mann. Ja, das ist geil. Und auch noch relativ hässlich, ne? Aber. Naja, was willst du bei dem auch noch hübsch machen, ne? Also. Ja, gut, Photoshop hätte man da ja anwenden können. Also der Typ hatte die freie Wahl. Hätte den sonst designen können. Und der Lift ist 23, so. Ja, siehst du. Aber ich möchte nochmal einbetonieren, dass ich recht hatte. Ich habe gesagt, das Jahr, wo Lewandowski geht, wird Bayern straucheln. Und sie straucheln ja sowas von. Ja, safe. Ja. Weil ich sag mal, das sind halt einfach 35 Tore, die dir fehlen. So. Aber meinst du, James, reicht es dann, wenn FC Bayern zwei Spieler holt, die Führungsspieler sind und das wäre wieder alles gut? Boah, schwierig. Du musst aber auch Spieler holen, die Führungsspieler sind, aber die auch einfach abgezockt sind und einfach geil auf Titel sind. Ja, meine ich ja. Aber jetzt, sag mal so, ohne jetzt Namen zu nennen, wer das sein könnte, würden zwei davon reichen. Zwei, drei schon. Einen in der Abwehr, einen im Tor und einen für den Sturm noch. Also Sommer muss weg. Ja, natürlich. Kann zurück zu Gladbach gehen. Mit denen absteigen. Also ganz ehrlich, ich sehe bei Sommer ist das dasselbe Problem wie Bernat. Dass der Hoeneß da sitzt und sagt, der Bernat ist schuld. Und jetzt sagen sie alle, der Sommer ist schuld. Ja, ich verstehe das auch nicht. Das ist diese Sommerdebatte, die raff ich nicht. Der Sommer ist die ärmste Sau da hinten drin. Nur weil die verursachen da zwei Elfmeter. Und die haben in letzter Zeit so viele Elfmeter verursacht, die Bayern. Also das ist kann der Sommer ja nichts für. Nein, das hast du falsch gesagt gerade, Marc. Die haben keine, wie viel, neun? Die haben keine neun Elfmeter verursacht. Die haben die gegen sich gepfiffen bekommen. Das ist ein Unterschied. Das stand auch so im Picker. Der arme FC Bayern. Ja. Und natürlich auch. Ja. Was auch geil war, war dieses Bild, wie schnell die Ränge leer geworden sind. Ich meine. Ja, das ist aber normal, ne? Das ist einfach so normal. Ich weiß nicht, wie. Ob das. Es verlasse immer Leute vorher das Stadion, ne? Was ich auch verstehen kann, gerade wenn es ein großes Stadion ist mit vielen Zuschauern. Ich bin auch gerne, wenn ich in Dortmund bin, hau ich auch mal 5 bis 10 Minuten vorher ab, wenn das Spiel gelaufen ist. Ja gut, das war aber gegen Dortmund ja relativ schnell klar. Aber ja, da war es sehr, sehr schnell klar. Und die Zeit auf dem Parkplatz oder bis zum Auto will ich mir halt dadurch ersparen, weil ich weiß, wie schlimm es ist, da wegzukommen. Mhm. Aber, und bei den Dortmund, bei den Bayern war es aber diesmal. Da gehen auch natürlich vorher viele Leute, schon mal viele Zuschauer und ich wollte Terroristen sagen, Touristen. Und viele Touristen, die im Stadion sind, gehen natürlich dann auch vorzeitig, aber nicht in dem Ausmaß, wie es jetzt gegen Leipzig war. Das war ja nochmal ein Ticken mehr als sonst, ne? Aber gut. Ja, vielleicht war das der Tag der Erfolgsfans, ne? Dass die alle gratis rein durften. Dann haben sie gesehen, oh, ist ja gar nicht so gut hier, kann ich auch früher gehen. Ja. Da sagt der Herbert zum Robert, ey, komm, lass mal gehen, ey. Da können wir uns auch jetzt schon eine Bratwurst statt und eine Bratwurst holen. Genau, und so. Eine Bratwurst holen, genau. Ob Kölsch sagen die das. Komm, so Bratwurst holen. Die Touristen, die kommen ja von überall her. Lecker Kölsch, glaub... lecker Kölsche Mädchen. Ich glaube, die haben sich da eher ein Brathändel geholt. Nein. Nee, aber jetzt, James, ich habe ja eine Frage gestellt. Irgendwie ich habe doch geantwortet, gleich Stück. Nein, ja genau. Aber ich wollte darauf ja weiter aufbauen. Auf einmal waren wir dann ja, im Publikum. Ja, da sind wir mit, wie gesagt, einen für die Abwehr, einen abgewichsten. Wie viel Geld? Ja genau, also das heißt jetzt. Aber dann musst du ja natürlich, dann musst du jetzt einen Spieler wegnehmen. Reicht, würdest du für die Abwehr dann einen Außenverteidiger nehmen? Weil natürlich Masrau jetzt nicht der Nonplusultra-Spieler ist jetzt da vorne vielleicht. Also müsstest du da einen neuen holen als super abgezockten Super-Typen? Ja, so ein Walker. Ja, also wie viel, so, das heißt aber, da zahlst du Unmengen an Geld. So, erstmal für diese Position gibt's, ist halt super teuer. So, Nico im Mittelfeld. Schulz. Wen schmeißt du raus? Goretzka, Kimmich oder Musiala? Wen schmeißt du raus, um da jetzt einen abgezockten Supertypen hinzupacken? Boah, am liebsten Kimmich weg. In meinen Augen.
Entweder Kimmich oder Goretzka weg. Einen von den beiden auf jeden Fall. Und dafür einen, ja, Goretzka fehlt ja oft. Und dafür einen richtigen Sechser aller. Ich räume hinten alles weg. Ein Casimiro steht ja wieder im Raum. Der steht im Raum, dass er vielleicht zu den Bayern wechseln soll. Beziehungsweise es soll ein Spieler werden im Format von Casimiro. Der einfach geil ist, also geil ist, einfach geil darauf ist, abzuräumen hinten und gar nicht sich für Offensive interessiert. Hinten aufräumt und Staubsauger. Und der auch mal eine Grätsche ansetzt. Sowas halt. Der ist ein Libero. Ne? Aber, ja, das ist auch nur für die Abwehr zuständig. Ja, aber so ein Casimiro-Typen halt. Ne? Einfach wirklich ein Kämpfer. So ein Schweini, der auch auf der 6 überragend dann, er war mehr Hybrid, 6er, 8er, ne? So ein Gattuso-Typen. Ja, also eigentlich so wie Goretzka. Ein Schweini war wie Goretzka. Nur, aber warum nimmt es dann nicht einen Xhaka? Xhaka ist jetzt Leverkusen, ne? Naja, die haben den jetzt im Gespräch, aber das wäre doch genau so ein Typ. Das ist so ein Typ, aber genau sowas. Aber zu oft rot gefährdet? Das ist halt so ein Typ, genau. So einen Typen brauchst du, der einfach Bock drauf hat, die gegnerischen Spieler zu nerven, zu piesacken. Das gibt's ja bei den Bayern gar nicht. Du hast ja keinen Spieler, der einfach mal ein bisschen Tumult macht. Ein Ribéry hat Tumult gemacht. Ein Ribéry hat mal dahin getreten, hat mal ein Auge ins Finger gedrückt, ein Finger ins Auge gedrückt. Weißt du, gegen den war das denn? Gegen Dortmund, glaube ich, ne? Ja, Dortmund. Sowas halt. Sowas fehlt ja. Ein Beißer fehlt ja einfach bei den Bayern. Nee. Ja, Van Bommel. Nee, ja, Van Bommel, genau. Ja. Sowas halt. Nee. Ja, guck generell mal zurück, was sie alles hatten. Weißt du, Rafinha auch noch. Weißt du, und dann hast du da so ein Kimmich, der getroffen wird am Fuß und dann kurz auf dem Boden liegt, den Schiri anschaut und sagt, ja, faul, oder? Nee, steh auf, du Pussy. Also wirklich. Also, nein, der Kimmich ist ein... Nein, ich hasse den Kimmich. Also, ich mag ihn nicht. Der war... Was hat er dir getan? Das ist echt einer... Ich hasse den Kimmich. Nee, den kann ich, das wird mein neuer Müller, wirklich. Wenn Müller weg ist, habe ich schon den nächsten bei Bayern. Das ist einer... Ich will den gar nicht mehr in der Nationalmannschaft sehen. Das ist einer, der... Nee, es ist... Nein. Ich krieg Kopfschmerzen, wenn ich sein Gesicht schon sehe, wirklich. Tut mir leid, aber okay. Das ist kein guter Fußballer für mich. Der hatte seine gute Zeit, das war vor 2 Jahren. War der echt in seiner Prime, war echt ein super Fußballer, aber dann ist er echt abgehoben. Also hat sich einen drauf eingebildet, bei den Bayern zu sein und im Mittelfeld der Chef zu sein. Nee, fertig, das ist er nicht. Also der ist im besten Fußballeralter mit 28 im Zentrum. Ja, und spielt seine schlechteste Phase. Ja, seine Prime ist schon längst vorbei wieder. Ja, mein Gott, weil er eine Saison nicht gut spielt. Zwei Saisons geht das schon so. Fast 3. Ach, letzte Saison war er auch scheiße. Ja, der macht immer dasselbe. Dreht sich um die eigene Achse, verliert den Ball. Sobald er Druck, hat Robben auch sobald gemacht, er Druck war von der Beste. Vorne bekommt, verliert er den Ball. Und dann kassiert er die Tore. Guck mal nach, wie viele Tore die Bayern kassiert haben, weil der Kimmich sich um die eigene Achse dreht wie eine Ballerina. Und dann, ja gut, aber wir hatten ja damals noch einen Sechser, der das vielleicht auch gefangen hat. Ja, haben sie ja nicht. Aber der Kimmich, ja, aber selbst mit dem Sechser funktioniert der nicht. Aber so einer. Also James sagt, Kimmich Antifußballer Regionalliga. Ja. Ja, nee. Aber ist für mich, also ich sehe den nicht. Also ich verstehe auch, nein. Ich sehe den nicht. Ich sehe den auch nicht mehr. Nee. Okay, krass. Ja, aber warum setzt du den dann nicht einfach wieder als Rechtsverteidiger? So wie den Lahm. Ja, dann kann er auch mal den Ball verlieren, weil er eh weit hinten steht. Also dann ist er echt der Weg frei zum Tor, ne? Ja. Ansonsten, und im Sturm fehlt den halt echt so. Da müssen die einen Kane aber holen. Aber Ozyman, da reden sie ja. Ja, nein. Meinst du, die holen die müssen Kane? So einen Kane holen. Also, wenn einer Kaliber Kane, Führungsspieler. Eigentlich müssen sie Kane. Kapitän bei Tottenham, ist heiß auf eine Meisterschaft, weil er bisher noch keinen Titel gewonnen hat. Also, ist er. Warum ist der denn noch bei Tottenham? Jetzt mal ganz ehrlich, was soll das eigentlich? Warum ist Harry Kane denn noch bei Tottenham? Der ist zweitbester Torschütze in der Premier League. Vereinsliebe, das kennt man nicht mehr, ne? Nee, das ist total komisch. Vor allem in England. Ich kann mir auch vorstellen, dass der Harry Kane seine Karriere auch bei Tottenham verändern wird. Verändern lässt. Boah, ich habe heute hier echt beenden wird. So geil. Timo, ich habe letztens noch doch zu James gefragt, ey, wo sind deine Emotionen? Da sind sie! Mit Kimmich, Müller! Und jetzt geht's ab, Alter, ja, Leute. Es ist doch Hacke, also wirklich. Also, so eine Mannschaft gewinnt auch nicht die Champions League. Also niemals. Die müssen da echt
ihre 150, 200 Millionen auspacken und investieren in Spieler, die einfach wieder Bock haben, Titel zu gewinnen. Dann kann so ein Gnabry weg, so ein, wie heißt der andere, Sané weg, ein Kimmich kann weg, ein Goretzka kann weg, alle weg, wirklich. Tschüss. Also, einfach weg. Mané muss ja auch noch wegkriegen. Solange Müller ja, bleibt, Mané, ist alles gut. Der hat auch keinen Bock, irgendwie Titel zu holen. Der hat lieber Bock, den Sané zu schlagen. Also, Sané zu schlagen. Mané, ja, schlage Sané. Du musst ja die Sahne schleifen. Weißt du, jetzt hol die ne? sich einen. Hier, ich sag eins, ne? Der Leimer, der wird den Kimmich verdrängen, wenn er jetzt bei Leipzig spielt, bei Bayern spielt. Wenn er bei Leipzig spielt, das ist gut. Nee, wirklich, also der Leimer, der ist 10-mal besser als ein Kimmich. Also, der Leimer sieht so alt aus, aber der ist jünger. Der Leimer ist 25. Ja, das. Ja, auf gut. den kann man sich freuen. Die Bayern haben da echt einen guten Fang wieder gemacht. Ey. Mhm. Ja, aber das sind Team. Einfach keine Typen. Also, ich gucke mir den. Ja, aber ist der Leimer dann ein Typ? Weil der... Nein. Ja, also, wo soll der Leimer denn dann spielen? Ja, auf der Kimmich-Position. Also verkaufen die wirklich, die verkaufen wir Kimmich nicht. Ja, aber der Kimmich kann auf die Bank schmoren, auf der Bank schmoren. Ja, das wird ja nicht passieren. Ja, dann ist der Trainer falsch. Aber das wird jeder Trainer nicht machen. Außer Ju vielleicht. Weißt du, ja, dann sind die Bayern selbst schuld. Also, tut mir leid, die müssen sich einen guten Stürmer holen, der heißt auf Titel ist ein Kane. Der hat noch keinen Titel gewonnen. Wirklich, der arme Typ, ne? Aber gut. Der Torjägerkanone, ja, super. Individuellen Titel hat er nennt man das? Individueller Titel? Keine Ahnung, wie das man das nennt. Ne? Aber sonst. Persönliche Auszeichnung. Ich guck mir den Kader an. Gravenberg, Tell, Mané, also, sorry, Stanisic. Schon scheiße, ne? Aber die in einem Satz zu nennen, ja? Gravenberg, Tell, Mané. Also, das kannst du, finde ich, nicht vergleichen. Mané ist ein gestandener Spieler, der sehr viel erreicht hat. Ja, ist ein gestandener Spieler, der sehr viel erreicht hat, aber jetzt kannst du dir auch langsam mal zusammenreiben, warum die Liverpooler den loswerden wollten. Natürlich. Ich glaube nicht, dass bei denen, bei Liverpool alles, alles riecht nach Rosen oder so, sondern das war auch schon da, hat der Klopp gesagt, nee, ich glaube, mit Mané, den gebe ich jetzt lieber ab, das, der passt auch nicht mehr hier rein, das ist ein Stinker, das ist ein Also Stinker mit, ja, mit Stinker meine ich hier, so nennt man das. Also der Stänkert, ja. Stänkert. Ja, und den will ich loswerden. Und wenn ich noch 40 Millionen von den Bayern bekomme, ey, dankeschön, ich spare mir 20 Millionen Gehalt. Hier, weg mit dir. Tschüss. Geh zu den Bayern und verdien da dein Geld. Ja, das, also, das wird der Grund sein. Also ich kann mir nichts anderes vorstellen. Das wird auch nicht... da gut gelaufen sein bei Liverpool mit Mané. Der Klopp wird sich schon seine Gedanken gemacht haben. Ja, ja. Und ich weiß auch nicht, es gibt natürlich Vereine, die den Mané nehmen werden, aber ich sehe den so in der französischen Liga. Kann er zu PSG gehen, da passt er rein. Ja, genau, Messi geht weg ja. Und der kommt dahin. Hm. Aber sonst hast du echt keinen Spieler, wo du sagst, boah, geiler Typ, das ist ein Kämpfer. Nee, ich gucke mir den Kader an und denke mir, das sind alles Weicheier. Kriegen die Upamecano noch? Weißt du, das sind alles, ich muss gucken, dass mein Instagram-Post alles richtig aussieht, die Frisur sitzt. Oh, Follower. Alter, was hier, hast du für ein Hass auf Bayern? Hier followt mir, hier gibt den Code ein Weichei, dann kriegt ihr 10% Rabatt. Also, bitte. Nein, Bayern, Katastrophe. Wenn sie da nichts ändern, werden sie auch kein Meister in der kommenden Saison. Fertig. Und da wird Leipzig Meister, ne? Ja, die haben ja einen Kämpfer. Orban, Guardiol, ja, dann sollen sie Meister werden, mir egal. Diallo. Simacon. Klosterberg, Halstenmann. Ja, aber bei den Bayern, ne. Also der Einzige, der da ist, ist Müller, aber ich kann ihn trotzdem nicht leiden, ne. Das ist ein Arrogantus. Okay. Ne, und das ist halt so. Hey. Und die Dortmunder haben das, was denen halt auch gefehlt hat, an Führungsspielern oder an was man denen gesagt hat, das haben sie ja mittlerweile. Mentalitätsspiel. Das haben, da haben sie halt aufgerüstet, ne? Da haben mit dem Haller hast du halt echt ein. Also wer den Krebs besiegt, hat mehr Mentalität als alle anderen, die es gibt. Habt ihr eigentlich einen Mentalitätstrainer? Wer die Bayern auf jeden Fall nicht. Ja, Dortmund. Ich glaube, den hat jeder Verein.
Er hat den neuen. Du kannst ja auch, wenn du hast ja auch Fußballmanager gespielt, du kannst dir ja auch einen extra externen ranholen für den Tag. Kostet 10.000 damals. Ach, wenn wir jetzt gerade mal hier über den Kader von Bayern abgelästert haben. Hier, was sagst du denn zum Kader von Dortmund? Hier. Ich. Dann können wir noch gerade mal da nochmal reingehen. Ja, hier, James, komm. Bevor der Basti jetzt gleich mal dir erklärt, wo du alles richtig oder wo du alles falsch liegst, hau mal raus. Kader James. Von Dortmund. Die haben. Ja. Im Tor haben sie einen Kobel. Absolute Mentalitätstier. Der steht sein Mann. Wirklich. Also, der steht sein Mann. Der führt die Spieler in der Abwehr. Dann hast du einen Hummels. Der ist wirklich heiß drauf, den Titel nochmal zu gewinnen mit den Dortmundern. Einfach an die alten, Zeiten anknüpfen, ja. Dann hast du einen Reus, ja. Ich meine jetzt auf Blick auf die nächste Saison. Was denn? Blick auf die, ja, das ist immer noch, klar. Ja, der Kader. Klar, die sind heiß drauf. Ja, Hummels bleibt. Ja, Hummels bleibt auf jeden Fall. So ein, der, wenn er nochmal die Chance hat, den Titel sogar zu verteidigen, der wird nochmal 110% geben, mehr sogar. Ne, dann hält so ein Kobel, der geht nicht zu den Bayern, der bleibt bei den Dortmundern. Der sagt sich auch, komm, den Bayern trete ich nochmal in den Arsch. Dann hast du, ja, Süle, Schlotterbeck, das sind keine Mentalitätsspieler für mich. Vielleicht, was? Vielleicht, Schlotterbeck ist doch auch so eine Sau, der tut immer so. Ja, das ist mehr Schein als alles andere. Macht genauso viele Fehler, wie er an Mentalität hat. Aber guck mal, ganz kurz, da muss ich, tut mir leid, James, ich weiß, das ist jetzt schwer für dich. Ja. Aber ich fand es witzig, als die Saison angefangen hat und haben sich so viele, vor allem nach dem Spiel von Bremen gegen Dortmund, über Süle lustig gemacht, wie dicke Süle da über den Platz läuft. Und haben gemeint, ja, man muss sich ja nicht wundern, warum Bayern Süle abgibt. So dasselbe, wie sie jetzt über Liverpool und Mané sagen. Haben sie damals ja auch über Süle gesagt. Dortmund hat sich da jetzt, alle haben erst gelobt und dann war Süle am Anfang, hat Startschwierigkeiten gehabt und alle haben sich über sozusagen Süle lustig gemacht und Dortmund, dass sie sich das, dass der Transfer so toll sei, aber wenn Bayern den hätte behalten wollen, hätten sie ihn behalten, so ein Kram. Weißt du? Genau dasselbe. Ist schon logisch, dass sie ihn abgegeben haben. Und jetzt wird Süle eventuell deutscher Meister und Bayern nicht und dann hat der Süle einfach mal gesagt, lecco mio, ich gehe von Bayern. Hat alles richtig gemacht dann, ja? Ja! Hör mal, und es ist ja auch, also er spielt auch eine super Saison, also Kickernote 3,17, also das widerspiegelt ja auch seine überragende Leistung, ne, einfach. Und viele Dortmunder Spieler haben auch nach der WM halt echt nochmal einen Zahn zugelegt, ne, auch in Schlotterbeck, wenn ich mir überlege, wie er in der Hinrunde gespielt hat vor der WM und was, wie er wieder gestärkt dann aus der WM wiederkam, obwohl er da, wie hat er gespielt, ich habe die gar nicht so auf dem Schirm, aber Schlotterbeck spielt ja seitdem die wieder aus Katar zurück sind, echt super gut, ne, muss man sagen. Und dann hast du natürlich Bellingham, ne? Also da freue ich mich schon, wenn er zu Madrid kommt. Ne? Das ist auch einer, der du spürst bei dem auch, wenn du das Spiel schaust von den Dortmunder, der hat eine Aura, der wird natürlich fehlen dann, wenn er weg ist. Aber dann, merkt ihr das mal kurz, mit Bellingham und Real will ich gleich nochmal was drauf, müssen wir uns mal merken. Kurz, ja, dann hast du einen Emre Can, der super spielt in der Rückrunde, der auch damals ja geholt wurde als Mentalitätsspieler und er endlich auch das auch wiedergibt. Ein Reus wird nochmal geil drauf sein, in seiner letzten Saison für die Dortmundern als Kapitän nochmal den Titel zu holen und der wird sich auch wieder so wie diese Saison auch ins zweite Glied stellen, heißt das so, sagt man so, in die zweite Reihe. Ja. Ne? Ja. Dass er, wenn er reinkommt, dass er dann Gas gibt für den Verein, weil es ist halt sein Verein. Und das merkst du auch einfach, dass wenn er kommt, da gibt es keinen Murren oder so. Er akzeptiert das, er kennt seine Rolle und super, geil, geiler Typ. Ein Wolf, der auch nicht Stamm spielt, aber trotzdem seine 24 Spiele gemacht hat und sich immer reinhängt und seine Grätschen raushaut hinten und auch mal die Flanke spielt, also und dann hast du vorne einen Haller, ne, der die größten Eier hat, die es in der Bundesliga gibt. Also das, was noch da ist, ja. Ja, und das sind die größten, selbst mit einem Ei. Und die werden nächstes Jahr noch geiler drauf sein, den Titel zu verteidigen, als jede andere Mannschaft in der Bundesliga. Sebasti, wo müsstet ihr denn nachlegen? Wo wir nachlegen müssen? Ja. Tatsächlich würde ich dann nur einen Backup-Stürmer nehmen wollen. Ja, der ist halt klar. Der muss. Habt ihr ja mit Modest. Ne, der geht ja eh nach der Saison, weil der hat ja nur einen Jahresvertrag gehabt, zum Glück. Ah, okay.
Moukoko. Zurück nach Köln. Nee, ich glaube, irgendwas Vereinigte Arabische Emirate war im Gespräch. Er spielt mit Ronaldo zusammen, verdient dann 500 Millionen im Jahr oder so. Ja. Ja, die Frage ist halt, wie Moukoko sich gibt. Ne? Also, wenn er mal gespielt hat, ich weiß nicht, ich war nicht so ganz überzeugt von ihm. Ja, weiß ich nicht, ob der vielleicht nicht in die Zentrale gehen sollte, sondern vielleicht mal auch auf die Außen geht. Könnte ich mir vorstellen, weil er ist halt auch nicht der Größte und Dortmund spielt halt extrem viele Flanken. Ne? Dortmund spielt extrem viele Flanken? Ja. Das ist ja lustig, ist das nicht der Grund gewesen, warum Modest geholt wurde? Ja, ja, keine Ahnung. Ja. Aber die wollten dem den Ball nicht zuspielen, ne? Die haben den ja nie akzeptiert. Das ist ja wirklich so. Also Marlin hat dem lieber aus 30 Metern draufgeschossen, als Modest abzuspielen. Ja. Der Haller ist einfach mitspielender Stürmer, ne? Der noch mehr Mitspieler als Modest, der gar nicht so geil drauf ist, Tore zu schießen. Natürlich, also er ist natürlich fürs Tore schießen da, aber den Dortmundern hast du es angemerkt, Haller kam wieder und ein Donny Mahl und ein Adeyemi spielen komplett anders, weil sie wissen, die Verantwortung liegt eigentlich auf Haller und dadurch können die anderen aufblühen und viel befreiter aufspielen, weil dieser Druck nicht mehr auf denen lastet, die so jung sind, sondern echt auf dem Haller, dass er vorne regelt. Und das merkst du halt auch bei den Dortmundern. Das Ding ist halt einfach, du hattest keinen Stürmer. Malen ist kein Stürmer und Adeyemi ist kein Stürmer. Und Modest das ja auch beides. Nicht. Also von daher. Modest ist, oh, keine Ahnung, was die damit gemacht haben. Warum kauft man den? Ich verstehe es nicht. Ich habe den extra noch geschrieben. Kauft Memphis Depay. Wieso hören die nicht? Wieso nicht? Gut, wenn deine Mails landen wegen der Aussage ja schon im Spam-Ordner, weil du das jede Saison schreibst. Ja, aber mal ganz ehrlich, jetzt mal ohne Modest Hate, weißt du? Der hat eine Saison richtig gut performt in Köln, das kann man nicht anders sagen. Also er hat wirklich gut gespielt. Ja, zwei Saisons bis jetzt bei Köln richtig gut gespielt und jedes Mal ist er gewechselt. Ja, das ist es ja, weißt du? Der hat dann den Höhenflug und kommt dann zu einem Verein, wo er aber nichts reißt, weil er nicht reinpasst. Ja. Er passt einfach nicht rein. Modest ist kein Spieler, der Tempospiel macht. Der ist einer, der den Ball kurz kriegt, kurz ein bisschen halten kann und dann zurückspielt. Genau. Ja. Also das ist ein Modest und der passt einfach nicht in dieses schnelle Dortmunder System rein. Ja, das ist das halt. Ja, und aber das hat jetzt nicht was noch Backup-Stürmer, Mittelfeld noch, genau, Ersatz also, für Bellingham halt, ne? Ja, also im Endeffekt, du verlierst einen Moder Hut, was ich jetzt nicht so schlimm finde, weil, mal, sind wir mal ganz ehrlich, also der hat kaum gespielt. Wenn er gespielt hat, war er nicht überzeugend. Ja, dann hast du einen Bellingham, der höchstwahrscheinlich wechseln wird. Ne? Da kann man fast von ausgehen. Ist Moder Hut ablösefrei? Ja, der geht ablösefrei. Der kommt zum FC. Kommt er nach Bremen? Nee, ich glaube, irgendwo nach England wechselt der. Schade. Gut, wir hätten das Geld eh nicht zahlen können. Aber schön und dann hast du, was noch als Mittelfeldspieler zählt, ist ja ein Giovanni Reyna. Ne? Also der ist ja auch der Edeljoker der Nation. Weil, wie viele Tore hat er gemacht? 8? 7. 7? Ja. Und das nur in den letzten 10 Minuten, oder wann der immer gekommen ist. Ne? Aber irgendwas ist ja auch da, dass der einfach nicht in diesen Stammkader reinrücken kann. Ne? Also das hat man ja bei der WM auch gemerkt. Da war ja irgendwie stunk mit dem. Keine Ahnung. Also denke ich, dass man da noch einen Mittelfeldspieler holen sollte, der dann die Zentrale stabilisiert. Das war ja auch der von Leicester im Gespräch, der Tillmann? Tillmann da, Tillmann, ja, ja. Tillmann, ja. Der Tillmann. Genau. Der Belgier, ne? Genau, der Belgier, der auch rückwärts läuft. Nee, ist er von Bayern eigentlich? Nee, von Anderlecht ist er damals Anderlecht gewechselt. Ja. Ich hatte den aber bei Bayern doch gehabt, oder? James. Ich weiß es nicht mal. Julius und Dennis nicht da. Ich hab den nämlich an Dennis verliehen. Ja, vielleicht haben die den Manager geholt und du hast eine Saison später angefangen. So. Ja. Ja, das kann sein. Ja, wie gesagt, dann würde ich halt noch einen holen, der schon mal aufgebaut wird als Reus-Nachfolger. Weil Reus 33, wird jetzt 34. Das wird, wie James schon gesagt hat, die letzte Saison sein. Ein Bione Gittens oder Bino Gittens ist halt zu oft verletzt. Da würde ich halt was sehen. Deshalb auch die Option mit Moukoko, dass er vielleicht auf die Außen geht.
Ja, und ich finde, die Abwehr ist sehr stabil. Also, du verlierst einen Passlack noch. Und ein Guerrero Morey. Vielleicht, ne? Und ein Guerrero vielleicht, genau. Und Meunier würde ich abgeben. Also, der hat mich eh nicht überzeugt, die ganze Zeit schon. Und du hast dann halt nicht mehr so viel. Ein Hummels 34 wird 35. Ein Schlotterbeck hast du dann noch. Ein Süle, ein Reerson. Und dann ist halt nicht mehr viel. Nico Schulz wird hoffentlich endlich abgegeben. Und Passlack? Ich finde Passlack super. Also, auch wenn da nie viel kam, ich finde den super. Der hat gekämpft, wenn er kam. Klar, der hat viele Fehler gemacht, ne? Aber muss man überlegen, wie oft hat er gespielt, ne? Also, ich finde, das, was er gemacht hat, hat er eigentlich sehr souverän gemacht. So, und du hast dann im Endeffekt, hast du vielleicht noch vier Verteidiger. Weil Tom Rothe sehe ich noch nicht. Papadopoulos. Ich sehe Papadopoulos nicht. Genau, den sehe ich halt auch nicht. Ich glaube auch, weil der wollte auch schon mal wechseln. Weiß ich nicht, ne? Ich weiß auch nicht, ob man Guerrero verlängern sollte, nur weil der jetzt am Ende noch überzeugt. Also ich hätte, kurz um eins zu werfen, Guerrero verlängern, Guerrero ins Mittelfeld, links einen guten, haben sie doch, links holen, kommt doch schon einer, wie heißt der? Linksverteidiger, die haben doch einen verpflichtet. Benzemaini. Beste. Nee, das war doch gar nicht fest. Doch, Benzemaini wechselt zu Dortmund. Haben sie ja geholt, ja. Moment. Fest ist es nicht. Nee, das war nicht fest. Ja, aber der Vertrag läuft aus und die Gespräche finden statt. Ja, aber er hat ja auch Gespräche mit englischen Vereinen. Ja, aber ich, also war ich kann mir fest. Gut vorstellen, also ich kann mir jetzt persönlich gut vorstellen, das wäre so... Würde Sinn machen. Dann musst du gucken, kommt ein Knauf wieder zurück, ne? Da wäre ich tatsächlich für, dass man den verkauft. Ja. Und ansonsten habt ihr... Und ihr habt einen Weltmeister verpflichtet, ne? Ne, kein Weltmeister, Entschuldigung. Einen Mittelfeldspieler habt ihr verpflichtet aus Ajax. Aus Ajax? Wen haben wir denn Alvarez. Das ist ein klassischer 6er, 8er Abräumer. Und wie habe ich das nicht mitbekommen? Der kann auch als Innenverteidiger spielen. Okay, und den habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Deswegen, also es ach gab doch, schon... Edson Alvarez, genau. Ja, es gab wohl schon eine mündliche Zulage, sage ich. Ja, nicht. Genau, da ist bis jetzt nur die Zusage von Ajax für einen Wechsel. Und der das wäre halt auch nicht verkehrt, den zu holen. Der spielt echt gut in der niederländischen Liga, das, was ich mitbekomme. Naja, ist halt, ne, also ich bin ja Fan von der niederländischen Liga, aber man darf die halt nicht so hoch werten. Die ist halt nicht die stärkste Liga, ne? Ja klar, wenn du halt bei den bei den Top-Clubs spielst im Endeffekt, dann ist der Rest halt Zweitliganiveau in dem Sinne. Also sagen wir unteres Bundesliga-Niveau, Zweitliga-Niveau in dem Sinne. Du hast halt die oberen Vereine sind halt dann oberes Bundesliga-Niveau, ja. Ne? Ja. Die zwei Vereine mit Salzburg. Drei. Salzburg. Ist da, glaube ich. Salzburg? Ist Österreich. Wo bin ich denn gerade? Ajax meine ich natürlich. Ja, also in Holland hast du Feyenoord Rotterdam, PSV Eindhoven und Ajax Amsterdam. Genau. Ich war gerade in Österreich. Die sind noch schlechter. Ja, und dann hast du jetzt demnächst auch wieder den Verein, wie heißt der? Zwolle steigt ja wieder auf. Oh, Peck Zwolle. Lenny steigt wieder auf. Glückwunsch an Lenny. Wie alt ist der jetzt mittlerweile? Ist auch schon 32, 33. Immer der Lenny. War doch unser Jahrgang. Der Lenny hat in 36 Spielen in der zweiten Liga hat er 23 Tore und 6 Vorlagen gemacht. Oh. Ja. Deswegen, Hammer-Typ. Ich glaube, der wäre was für Bremen vielleicht. Hat er doch schon mal versucht. Aber nur wenn Schaf wieder Thomas Trainer Schaf ist. Hat ihn vergraut. Ja. Deswegen, Schaf ist nicht mehr da, er kann wiederkommen. Deswegen, aber ich denke, also das, was ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmen kannst, wo ich eben gerade ein bisschen was zu den Spielern gesagt habe, Basti, aber das ist so mein Empfinden, was so ja, die Führung also Guerrero könnte ich mitgehen. Also ich sag, man muss ihn nicht unbedingt verlängern, aber ich wäre auch nicht schade drum, wenn man ihn verlängert. Ja, und den dann vielleicht doch ins Mittelfeld ziehen. Hat er echt gute Spiele gemacht gehabt, ne? Ja, genau. Und dann links halt Benzema. Also glaubst du? Ja, den sehe ich halt nicht.
Ist es dann wieder möglich, dass Dortmund eventuell zweimal in Folge die Meisterschaft holt und dann wieder die Dynastie vom FC Bayern wieder startet, weil die sich dann, weil die wütend sind und alles kaufen, was da ist? Bayern kauft dann Haller. Also würde ich so, das ist sowieso Schwachsinn. Aber, und Haller schießt dann 40 Tore? Ich sag, das ist arg abhängig davon, wie die Bayern sich geben. Weil, guck dir die Saison an, ne? Wenn die Bayern nicht so krass scheiße gespielt hätten, in so vielen Spieltagen, dann wäre Dortmund auch nicht Meister geworden, weil die sich halt noch dümmer anstellen immer. Da sind wir uns schon, glaube ich, alle einig. Dortmund wird nur Meister, weil Bayern es wirklich zugelassen hat. Weil Bayern, das, doch, das die kann waren man ja 12 so sagen. Punkte vor euch. So. Ihr hattet echt Probleme am Anfang, wart so Dritter, Vierter eine Zeit lang, ne? Und dann auf einmal habt ihr einen Lauf gestartet und zeitgleich hat Bayern angefangen aufzuhören zu spielen. Ja. Ja, überleg mal zurück, als wir die Aufnahme gemacht haben vor der WM, zu Weihnachten rum, für den Stats-Dunners-Kanal, da habe ich noch als Einziger gesagt, ich glaube daran, dass Dortmund Vierter wird und noch in die Champions League kommt. Weil wer hätte, ja, krass, ne? wer hätte denn mit diesem Miracle-Run noch gerechnet, dass Dortmund das so durchzieht? Niemand. Also ich habe gedacht, dass Nagelsmann eine Ära prägt. Oh Gott. Ja, der hat die Ära an Bayern geprägt, dass Kahn und Salihamidžić echt Müll machen. Ja. Mega geil, ey. 25 Millionen für den Trainer ausgeben und den nach der zweiten Saison rausschmeißen. Obwohl man in allen Wettbewerben noch mit dabei ist. Aber gut, das ist der FC Bayern. So, dann würde ich das Ganze jetzt mal kurz mal cutten. Bundesliga cutten. Und dann nochmal ganz kurz einen Ausflug in La Liga machen, weil da ist mir was zu Ohren gekommen, James. Und du hast es ja eventuell gesehen oder gehört, dass da ganz viel Mono gerufen wurde. Und ein armer Herr Vinicius Junior hart beleidigt wurde, die ganze Zeit. Und ich mir dann denke, warum sollte ein Bellingham in eine Liga wechseln, wo gegen Rassismus jetzt mal wirklich rein gar nichts gemacht wird und ein Vinicius Junior sogar eine rote Karte kriegt in dem Spiel gegen Valencia. Obwohl er vorher gewirkt wird, also. Ja, das kommt noch hinzu, Der arme Kerl wird, wie heißt es, gewirkt, er wird beleidigt die ganze Zeit und zeigt auf die Leute, die ihn da beleidigen und schreibt jetzt auch dann per Social Media so, ja, dankeschön, ihr habt im Endeffekt diesen Rassisten auch noch eine Belohnung gegeben, nämlich die rote Karte für mich. Klar, darf er das nicht tun, was er getan hat, dieses sich befreien da, dieses Rundumschlagen da. Aber das ist ja wohl, und ich habe da mal gelesen, das ist ja grausam in Spanien. Das ist ja nicht nur Spanien leider so, ne? Ja, ich habe es jetzt nur über Spanien gelesen. Italien ist, glaube ich, auch gut dabei. Lukaku, und in England haben wir es auch gehört. Italien war es ja mit Lukaku, wo der gesperrt wurde. Und dann wurde aber die Sperre aufgehoben, weil die rote Karte wurde negiert. Ja. Hast du es negiert? Ja, da hatten wir drüber gesprochen. Ja. Da habe ich gesagt, top, da hat die italienische Liga mal ein Zeichen gesetzt. Wenigstens in der Hinsicht, dass ein Spieler wegen sowas nicht bestraft wird. Und wiederum bei Vinicius Junior bekommt er dann von dem spanischen Präsidenten gesagt, ja, du warst aber auch nicht bei einem Termin, ne? Bei irgendeinem Termin, wo was aufgeklärt wird und bla 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 und der Rest ist egal. Ja. Ja, gut. Ich weiß, was du meinst, klar. Das Rassismus geht halt gar nicht, ne? Und aber ich weiß ja nicht, ob das jetzt Bellingham dazu sagen soll, ob er sagt, er geht halt nicht in die Liga. Das erlebst du ja überall leider mit Rassismus. In Deutschland fast schon am wenigsten. Vielleicht bleibt er deswegen doch nochmal ein Jahr bei Dortmund. In Deutschland schreien die Leute nur nicht so laut wie in Spanien, weil die nicht so nah an den Spielern sitzen. Die schreien vielleicht gleich laut, nur sitzen die anderen näher dran. Ja, weil das... So muss das sagen, glaube ich. Ja? Ja, oder so, ja, genau. Deswegen. Und in England ist es ja auch, kommt das ja auch öfters vor. Also. Ja, aber da schreiben sie es auch nur im Netz. Ja, super. Ja, nee, du hast ja vollkommen recht. Nee, mir ist jetzt nur so aufgefallen, dass da gerade so, dass halt gerade bei dem Spiel gegen Valencia, bei Real, da jetzt so extrem drüber geschrieben wurde und dass da anscheinend Tür und Tor für Rassisten gerade geöffnet wird, weil anscheinend da auch keine Maßnahmen gegen ergriffen werden. Also es gibt auf jeden Fall keine nennenswerten Maßnahmen der Liga, des Verbandes irgendwie gegen diese gegen diese Rassisten da vorzugehen. Ich heiße James, du brauchst nicht, oh mein Gott, zu sagen, alles gut. Ja. nee, jetzt wollte ich nur mal gesagt haben, dass ich das einfach mal reinwerfen. Ekelhafte Drecksscheiße und ihr habt den zweiten Platz verloren. Bist du traurig?
ja, trotzdem Champions League, alles gut. Ja, soll... Genau. Und noch was. Schöne Grüße, soll ich dir berichten. Mir wurde nämlich gesagt, du hast leicht reden. Da, wo ich mich so aufgeregt hatte, weiß ich nämlich nur, das war vor 3 Folgen oder sowas. Das hatte ich noch offen. Das hatte mir nämlich jemand geschrieben, dass ich das mal bitte im Podcast anmerken jetzt sollte. Kommt's. Dass du, dass du wärst, dass dich da hinstellst und sagst, ja, wenn Köln absteigt, dann, ich bin ja gewachsen, gealtert, gereift, mir ist das ja egal, also beziehungsweise das tut mir nicht so weh, wieso soll ich mich denn aufregen, ich habe die Spieler ja nicht gekauft, ich spiele ja nicht, ist ja alles gut. Und dann habe ich nur gelesen, ja, das kann man leicht sagen, wenn man noch Real Madrid da als Hinterhand hat und den besten Verein der Liga, der Welt, und dann kann man sich hinstellen, ja, es ist ja nicht so schlimm, ich habe ja noch Real, also... Dachte ich nur, da hat er irgendwie recht, wenn man 2 Vereine hat, ist okay. Ja, aber selbst bei Real ist mir jetzt egal, ob sie Dritter werden oder so, also. Ja, James, aber du bist da wie ein Bayern-Fan, euch kann man nicht ernst nehmen. weil ihr verwöhnt werdet. Und Champions League Folge. Champions League aus, ja, ist halt so, also, da habe ich jetzt auch nicht geflucht und gesagt, boah, was für, also, ne. Ja, aber wie gesagt, das war das, was ich mir, das wollte ich nur mal jetzt mal kundtun, das wurde mir so weitergetragen. Und dann hat mir eine Fee gezwitschert, das hat nämlich, das war nochmal kurze News am Rande, Werder ist halt an Mittelstädt dran und wir waren schon vor der Saison an dem guten Mann dran und Hertha will verlängern mit dem Kerl in die 2. Liga, aber der hat sich halt eine Ausstiegsklausel reingesetzt in seinen Vertrag von 800.000. Das ist sogar noch im Etat von Bremen drin. Ja, kann er zur FC kommen. Ich habe Hoffnung, dass wir den Typen vielleicht kriegen. Nee, kann er nicht. Wir können ja keinen Spieler verpflichten. Ja, ja. Ihr seid raus. Gibt's auch keine News mehr, ne? Nö. Nö, ne? Läuft sehr gut. Ja, Klassenerhalt ist sicher, aber Planung kann nicht vorangetragen werden, weil Gerichte tagen. Was will man machen? Was will man machen? Oh, da höre ich den Timo. Ganz leise gerade. Ja. Nee. Bin noch da. So. Will noch jemand was zum Fußball loswerden oder wollen wir den Ball ins Eckige versenken und weiterziehen? Gottes Willen. Ach, ja. Kann man so machen. Dann können wir uns ja schon mal hier... Nee, Fußball bin ich durch. Also, wie gesagt, ich hatte meinen Moment mit Bayern heute. Habe ich mal versucht, ein paar Emotionen zu lassen. Nein. Timo, bei dir noch irgendwo der Schuh? Ach nee, passt. Basti? Nö, ich denke, ich habe auch alles durch. So, dann. Pink Floyd, Drummer, Nick Mason. Warte mal, kannst du dem Basti mal kurz erklären, worum es überhaupt geht? Ach so, ja. Wir machen ein Quiz, Basti. Ich lese immer die Frage vor und die beiden können immer mir Fragen stellen und ich antworte mit Ja und Nein. Und die müssen mir halt sagen, das ist so wie Black Stories, sowas in der Art. Naja. Müssen halt die Antwort herausfinden dazu, zu der Frage. Und jetzt kommt die Frage dazu und zwar... Pink Floyd Drummer Nick Mason investierte 1977 37.000 britische Pfund in etwas, das heute weit mehr als 37 Millionen Euro wert ist. Was? Fragezeichen. Und ich gebe das Fragerecht direkt an Basti ab, erstmal. Ich kann die Frage auch gerne wiederholen, ne? Ja, er hat Geld investiert in etwas, das jetzt um einiges mehr wert ist. Genau, es war vor 37.000 britische Pfund wert und ist jetzt 37 Millionen britische Pfund wert. Nicht Euro. Du darfst nur Ja und Nein sagen, hast du gesagt, ne? Richtig. War es ein fahrbarer Untersatz? Ja. Ist es eine Filmrequisite gewesen? Nein. Ich dachte jetzt schon, Basti, du wirst es schon. Ey. Ich weinte. Dann hätte ich aber noch eine Frage gehabt hier. Hat es 4 Räder? Ja. Ist es ein Auto? Ja.
Ist jemand Berühmtes damit gefahren? Also der Vorbesitzer jetzt, nicht der Drummer selber, ne? Weil der Drummer ist natürlich berühmt, aber... Nicht, dass ich wüsste. Okay. Also nein. Ihr seid nah dran, ich will einfach nur noch... Ja, Timo ist da, um das Ding zu vollenden, das ist doch immer so. Timo? Oder Timo ist gerade weit weg, das kann auch sein. Oh, sorry, das ist, ich bin mit meiner Nase ans Mikro gekommen. Mit meiner Nase. Das ist druckempfindlich. Ja, das ist druckempfindlich, dann geht das aus. ich hab eine Frage gestellt und zwar, was ich jetzt nicht verstehe, wir wissen doch, dass es ein Auto ist. Ja, ich würde jetzt nur einfach wissen, was für ein Auto. Was für ein Auto? Willst du die Marke wissen, oder was? Ja. Die Marke, oh Gott. Das war früher... 1977 hat er das gekauft. Ja. Also reden wir von einem Oldtimer, der jetzt halt mehr wert ist. Ja, kannst du voll ausgehen, wenn er den 1977 gekauft hat. So. Ich kann dir auch... erzähl weiter. Gib ihm doch einen Tipp. Gib mir einen Tipp. Ein Tipp. Nee, ich gebe keinen Tipp. Ich will jetzt nicht alle Automarken durchgehen. Was, ein Sportwagen? Ja. Ich kenne keine Sportwagen. Jetzt muss er sich natürlich mit Marken auskennen, ne? Oder? Sportwagenmarken. Du kannst dem Basti jetzt einen Punkt schenken, indem du jetzt sagst, war es kein Opel, war es kein VW. Und wenn er irgendwann Nein sagt, weiß Basti, was es für eine Marke war. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Opel etc. 1977 keine Sportwagen hatte. Ja, ich wollte nur sagen, du kannst alle Marken durchballern. Oldtimer. Kommt noch eine Antwort, Timo Leini? Ich bräuchte eine Uhr, so tick-tack, tick-tack, tick-tack. Sportwagen 1977. Googlest du gerade? Ich wollte gerade auch sagen, gibst du das gerade bei Google ein? Ich kann mal testen. Kann man das hören? Warte mal. Ich tippe jetzt mal auf meiner Tastatur. Hört man das? Ja, hört man. Ganz leise, ja. Ich glaube, das hättet ihr gehört. Wobei ich hätte ja rein theoretisch auf mein Handy machen können. Ja, keine Ahnung. Ich kenne keine Sportwagen aus jetzt. Ja, dann Basti, ich übergebe das Fragerecht weiter, wenn es zu Timo okay ist. Ja, okay, dann gebe ich es weiter. Ja, war es ein Sportwagen, der ein Rennen in dieser Zeit gewonnen hat? Boah, das ist eine gute Frage. Aber wer ist dann nicht der Fahrer, eine berühmte Person? Also, der Sportwagen, ob der ein Rennen gewonnen hat. Ich habe hier einen schönen Text hier vorliegen. Also, ich weiß jetzt nicht, ob er ein Rennen gewonnen hat. Das kann ich hier nicht sagen. Dann sage ich einfach mal, war es ein Porsche? Nein. Ja, keine Ahnung. Ferrari? Ja, Marc hat gewonnen. Den Punkt werde ich mir anrechnen, Timo. Den ist mir egal. Okay, und warum ist jetzt dieser Wagen so teuer geworden? Also der Wagen ist Baujahr 1962 und das war ein Ferrari 250 GTO und von dem... Ein roter bestimmt. Hä? Ein roter.
Weiß ich nicht, auf jeden Fall. Ja, war ein roter, ja. Ich habe. Und den hat er sich 1977 gekauft, war auch ein Rennwagen wohl mit der Startnummer 22, bla bla bla. Den gibt's bei Gran Turismo und so, den gibt's da. Und genau, der ist so wertvoll, Basti, weil es von dem keine 40 Exemplare gibt. Es wurden keine 40 Exemplare gebaut. Ah, okay. Und die Verkäufer wurden damals von Enzo Ferrari persönlich ausgewählt. Und zu seiner Zeit waren das umgerechnet 7.000 Euro. Wow. Also 1962. Und er hat ihn halt dann 1977 für die 37.000 Pfund gekauft. Bei einer Auktion, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Weil er selber, der Drummer war selber großer Rennsportwagen-Fan. Und viele haben halt gesagt, das ist ja weggeworfenes Geld. Deswegen. Und für denselben Wagen wurden dann 2014 38 Millionen Dollar bezahlt einmal. Also für das identische Modell, halt nicht für den Drummer. Und das ergibt dann, dementsprechend hat das Auto eine 62.000-prozentige Steigerung innerhalb von 37 Jahren, also Wertsteigerung gehabt. Ja, hat doch alles richtig gemacht, sage ich mal, ne? Ja. Ja, mega. Ja, das ist so das Quiz gewesen. Nice, und ich habe meinen Punkt geholt. Danke, Basti, du bringst mir Glück, du kommst jetzt immer mit. Ach so. Und James kann dann machen, was er will. Also komme ich jetzt immer zum Quiz, um dann verabschiedet zu werden. Genau. Okay. So, und dann kommen wir zur nächsten Rubrik. Ach so, ich wollte das zur Überleitung jetzt nehmen, um dann wirklich zu gehen. Ach, du musst gehen? Ja. Ach so. Ja, dann bedanke ich mich natürlich, Basti, dass du dabei warst. Es war auf jeden Fall spannend, mal von jemandem was über Dortmund zu hören, der Ahnung hat. Ja. Oder denkt, Ahnung zu haben. Aber wahrscheinlich mehr als wir, weil du mehr siehst davon, von dem Kram. Das würde ich so unterschreiben. Und da muss ich nochmal, jetzt bevor du gehst, will ich nochmal eins mit aufs Herz geben, mit auf die Reisen geben. Und zwar, einerseits freut es mich natürlich, dass Dortmund eventuell hier die Meisterschaft holt, ne? Ja. Andererseits gönne ich den Dortmund eigentlich nicht den Dreck unter meinem Fingernagel. Aber nur für dich, Basti, nur für dich, wenn ich weiß, da sitzt jemand und der grinst, ist okay. Mehr aber auch nicht. Oh, wei. Alles klar, alles klar. Aber auch wenn du uns den Dreck unter dem Fingernagel nicht gönnst, ich gönn's euch, dass ihr nicht wieder abgestiegen seid. Ja, das alles. Ich gönne euch alles bis Platz 2 sozusagen, Champions League-Sieg, Euro, da könnt ihr alles gewinnen. Nur Meisterschaft, da will ich einfach nicht, das nur Bayern von mir ist. Das ist so, damit der Mitte vielleicht mal sich irgendwas tut in der DFL, weißt du? Weil jetzt kann sich der irgendwann hinsetzen, seht ihr, es können doch andere Mannschaften Meister werden. Ja, toll, dankeschön. Ja, nee, Glückwunsch, hoffentlich. Ich sag's nicht zu früh. Jetzt jinx das nicht. Ja, ich wollte gerade sagen. Erstmal, ich werde dir am 17.30 Uhr schreiben, wenn es soweit ist und es was zu feiern gibt, werde ich dir schreiben. Alles klar. So, danke schön. Dann bedanke ich mich, dass ich dabei sein durfte. Danke, danke. Mhm. Schön, dass du da warst. Euch noch viel Spaß. Ja, danke. Und dann, ja, viel Spaß euch noch. Und bis morgen. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Jetzt hoffe ich, dass er das schafft. Bis morgen. Warte, ich gucke kurz People. Wir treffen uns morgen. Ach so ist das. Mhm. Einfach so, ja. Ohne dass du mir Bescheid jetzt, ja. Jetzt nicht mehr, James, weil du ihn rausschmeißen wolltest. Ja, mhm. Ich kann das immer, sehr gut. Zweiter Vorname ist Rausschmeißer. Und mein dritter Vorname ist, mich bringt nichts aus dem Konzept. Achso, da war gerade die Überleitung, ich habe aber mal übersprochen, echt gut. Leute, Filme. So, ich habe nur einen Film gesehen. Nee. Stimmt gar nicht, habe ich mehr gesehen als einen? Wieso sagst du denn nee? Ich bin verwirrt. Ja. Ich habe nur einen Film gesehen. Ich weiß mehr als du. Ja, anscheinend. Und zwar würde ich jetzt kurz, kann James in den Monolog hinaustragen und uns über seine Filmwelt erzählen. Ich will nur kurz sagen, Timo, ja. Mein Bruder hat mich auch gefragt. Geil. Hast du geweint bei Guardians 3?
Ob ich geweint habe bei Guardians 3? Das ist eine berechtigte Frage, glaube ich. Lass mich mal kurz nachdenken. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich war mal bei einer Szene so ein bisschen kurz davor. Das ist halt so, ne, wenn du merkst, dass das Äuglein so ein bisschen feucht wird, aber es ist keine Träne gekullert, sagen wir mal so. Ey, du bist so ein abartiger Mensch. Ich weiß gar nicht. Hast du überhaupt sowas wie Empathie in dir? Hast du schon mal Your Name gesehen? Ja, klar. Da habe ich geholt. Ja, bei so einem Zeichentrick. Du weißt, dass Anime kein Zeichentrick ist. Ja, ist trotzdem Animation. Ja, und jetzt? Nein, du kannst doch nicht... Guardians ist keine Animation oder was? Nee, da sind echte Menschen dabei. Und den Waschbär gibt's wirklich. So, nicht? Nein, Timo, das geht doch nicht. Da geht's um Tierquälerei und alles drum und dran. Da muss man doch weinen. Sind die Tiere so egal? Ja. Oh mein Gott. Ja, was soll ich jetzt darauf antworten, Alter? Du wirst keine Einladung zu unserer Hochzeit kriegen von Jenny, das ist... Wieso, weil die Tiere gequält werden und wir dann alle weinen müssen, oder was? Weil, ich muss dir ganz ehrlich sagen, Jenny ist nach dem Film, die wird diesen Film, hat sie gesagt, ich werde diesen Film nie wiedersehen. Ja, das ist mir schon klar. Die ist fix und fertig. Die ist fix und fertig aus dem Kinofilm raus. Die war so am Arsch, die war im Auto gefahren worden. Jetzt mal ganz, es gibt ja dann eine Szene, wo ein gewisses Tier sagt, es ist so schön, Freunde zu haben. Und da war nicht klar, was passieren wird. Das ist von Anfang an klar und das war Jenny von Anfang an klar und Jenny hat von Anfang an deswegen geheult. Ja. Von Anfang an bis dahin, wo dann diese Szene dann den Abschluss findet, hat sie geweint. Ja. Und dann gibt's nochmal so eine andere Rückblende nochmal und dann was sagt Jenny so neben mir so, jetzt lasst mich doch mal in Ruhe. Ja, aber ich bin jetzt ein schlechter Mensch, weil ich nicht wie deine Freundin, die bei sowas natürlich sehr viel emotionaler und ist. Und Marvin. Weil ich nicht heule. Und Marvin. Ich habe auch geheult. Alle haben im Kino geheult. Alle heulen. Ich habe Rotz und Wasser geheult bei dem Film. Wart ihr in Siegen? Ja. Noch Fragen? Marvin war ja nicht. Ja, mein Bruder war in Köln. Und bei wem waren nochmal diese drei Schränke, die dann auch später so, die Tränen sich aus... Das war Hamburg. Das war in Hamburg. Das war Hamburg. Ey. Das war in Hamburg, ja. Warum soll ich denn heulen, wenn CGI-Tiere gequält werden? Das war witzig. Marvin hat nämlich zu mir gesagt, weil ich meinte nämlich zu meinem Bruder, boah, ich glaube, da muss jeder Mensch heulen. Mein Bruder so, nee, ich glaube, ich kenne einen, der nicht weinen würde. Ich so, wer denn? Ja, Timo. Timo ist so jemand, der wird da nicht weinen. Der glaube ich, der hat keine Emotionen, Empathien für sowas, dass er da irgendwie getriggert wird, dass er weint. Und krass, ja, er hat recht gehabt. Ja, ich habe gedacht, du wirst da auch weinen, aber witzig. James, du wirst da bestimmt heulen. Ja, ihr könnt so viel heulen, wie ihr wollt, ist mir egal. Ich heul ziemlich schnell bei Filmen, Marc, ne? Das ist dir schon bewusst, ne? Ja. Also, ich auch. Also ganz ehrlich, ich habe geheult, als sie bei One Piece die Flying Lamp abgefackelt haben. Da habe ich geheult. Ich habe geheult, als Ace gestorben ist. Da habe ich nicht geheult. Das fand ich so unemotional. Was? Boah. Weil Ruffy gefühlt 90 Folgen lang immer wieder auf dieses Schafott zugerannt ist, bis irgendjemand kam und ihn wieder zurückgeboxt hat und ich mich ja gefragt habe, wann kommt der da endlich an? Ich war so froh, als Ace endlich tot war. Ich wusste ja, dass er stirbt. Alter, mein Herz bricht. Bei der Flying Lamp habe ich geheult. Wahnsinn. Weißt du, wenn ich will nur sagen, kurz. Ja, nee, alles gut. Bevor, ich wollte nur kurz abschließend sagen zu Guardians, für mich wirklich der beste Marvel-Film seit Ewigkeiten. So, klar, die Konkurrenz war nicht hoch, bis auf vielleicht Spider-Man. Ja. 5-Sterne-Film, ich kann es nur jedem empfehlen, ich fand den mega geil. Ja. Ich habe fast nichts auszusetzen. Ja. Ich hab, die Kritikpunkte, die ich gehört habe, waren, dass zu viele Storylines da aufgedröselt werden, dass da vielleicht gewisse Charaktere zu kurz kommen oder sowas, dass da hier manche heulen, dass Adam nicht präsent genug da ist, oder Adam zu einer Witzfigur gemacht wird. Da fühle ich halt nicht mit, weil ich Adam aus dem Comic nicht kenne, deswegen ist mir das eigentlich wurscht. Die haben einen geilen One-Shot drin, den habe ich natürlich wieder gefeiert. Ich liebe One-Shots und der war echt cool gemacht. Nochmal kurz zu Adam. Bei Adam ist aber das Problem, was viele, ich nenne ihn jetzt einfach mal Marvel-Bösewicht, Bewichte haben, die werden immer, das sind immer diese Typen von Bösewichten, die immer vorgestellt werden, am Ende von einer, also ne, mit der After-Credit-Scene beispielsweise. Und dann immer, oh, genauso hier wie mit Love and Thunder, wo jetzt Thor groß angekündigt wurde. Ja, dann kriegen die im nächsten Film kurz auf den Sack und dann war's das. So, das war jetzt eine große Bedrohung. Und dasselbe. Alle warten noch auf hier von Doctor Strange, die After-Credit-Scene, wo hier der sein Kumpel da aus dem Tempel da den einen Mann da die Kräfte wieder raubt, dass der wieder im Rollstuhl sitzt. Ach, hat der auch gedacht, ja, der wurde auch so, gab's ja auch nie wieder was zu, bis jetzt, also.
Naja, also ich bin auf jeden Fall, war total begeistert, muss ich echt sagen. Guardians 3, echt geil. Ja, hat mir echt gut gefallen. Ja. So, James, jetzt willst du erstmal über das andere Furiosum reden oder den anderen Film, den ich nicht kenne? Ich fange mit dem Film, den ich kurz anhauen will, mit Escape vom Pretoria. Pretoria. Oder Flucht aus Pretoria, mhm, auf Deutsch. Ist ein Film mit Daniel Radcliffe. Ach, ist das ein Knastfilm, ja, ne? Richtig, genau. Ist, jetzt weiß ich, was das für ein Film ist. Jetzt kenne ich den. Hast, also ich habe ihn nicht gesehen, aber ich weiß, beruht halt auf eine wahre Begebenheit, sagt man das so? Auf eine wahre Geschichte. Ja, ja. Also das liegt dem zugrunde und es geht halt um, Hauptteil ist halt, der spielt halt in Südafrika und es geht halt um Rassismus. Ich mag ja auch solche Filme sowieso, die das Thema Rassismus beinhalten, wie sich Leute dagegen aufstäuben und was dagegen tun. Ach, deswegen guckst du La Liga. Ja, genau. Finde ich super. Also nicht der Rassismus, sondern... Alles klar. Nein, ich sowas wie Green Book, ne, ist ja auch ein toller Top-Film. Und ja, da sind halt, hab ich auch geweint, sind halt, spielt halt Südafrika und es geht halt darum, dass Daniel Radcliffe und sein Partner, die machen, die, wie nennt man das, die sträuben sich gegen den Staat, weil da sehr viel Schwarzenhass stattfindet in dem Land. Und dann daraufhin kommen sie halt. Warte mal, in Afrika? In Südafrika, ja. Da ist viel schwarzen Hass. Ich dachte, die wären doch alle dunkelhäutig. Südafrika nicht. Nee, das sind ja englische Kolonien gewesen. Oh scheiße. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Das tut mir leid. Ja, stimmt. Das ist vollkommen recht. Das habe ich auch schon mal gehört. Ach ja, klar. Nee, ja. Das war jetzt sehr blauäugig von mir. Hast vollkommen recht. Und, und daraufhin kriegen sie halt beide eine Gefängnisstrafe. Der eine 8 und Daniel Radcliffe in der Hauptfigur 12 Jahre. Und kommen halt in ein Gefängnis extra für Weiße, die sich, die für die Schwarzen kämpfen. Das ist extra ein Gefängnis, wo halt für weiße Männer, die, Weißt du, wann der Film spielte? Also zu welcher Zeit? Ist das aktuell gewesen jetzt? Also war das die 2000er Jahre noch, oder? In den 70ern. In den 70ern, okay. Also gibt es diese weißen Gefängnisse hoffentlich nicht mehr, oder? Also nein, das ist ja alles, das hat dieser Film, beziehungsweise diese Geschichte an sich, was da vorkommt, die sind halt im Gefängnis und die erarbeiten sich einen Plan, wie sie halt ausbrechen. Das ist echt gut gemacht. Der Film braucht aber einige Zeit, dass du reinkommst. Also du musst den gucken und so nach 20 Minuten bist du im Film drin, wirklich. Also dass du sagst, okay, jetzt hat er mich. Also der braucht ein bisschen Anlaufzeit, sagt man das so? Ja, ja. Ne, der braucht ein bisschen Anlaufzeit, aber dann packt er einen doch und nimmt einen gut mit ins Boot, sage ich mal. Und da geht es halt wirklich hauptsächlich um den Ausbruch und wie das alles vonstatten findet, was auch super gut dargestellt ist. Man darf den natürlich jetzt nicht vergleichen mit, wie heißt der, mit Sylvester Stallone? Escape Plan. Der ist natürlich auch auf seine Sache sehr gut dargestellt, ne? Aber das ist da ein bisschen anders alles, dass die da auf die Idee kommen, das so zu machen, um dann rauszukommen. Und ich will gar nicht so viel über den Film reden. Auf jeden Fall kann ich den... Das steht kurz. Ja, deswegen. Auf jeden Fall kann ich den Film weiterempfehlen. Und macht Spaß. Könnt ihn auf... Ich weiß gar nicht, wo habe ich den gesehen? Ich glaube auf Amazon Prime. Ansonsten guckt auf, wer streamt was, wo der gestreamt wird. Fragt mich nicht, googelt selber. Googelt selber. Nee, müsste auf Amazon sein. Kann ich echt jedem empfehlen. Wie viele Sterne hast du gegeben? 3,5 habe ich dem gegeben. Okay, ja, gut. Also ist ein grundsolider Film, ne, kann man so sagen. Ja, klingt spannend. Deswegen, macht Spaß.
Aber jetzt nochmal kurz die Frage, gibt es diese Gefängnisse dann noch so, diese Einteilung? Gibt es nicht mehr, ne? In Afrika ist das aber jetzt alles... Nee, das ging alles... Der Film klärt dazu bei, trägt dazu die bei. Die kommen halt raus und dann habe ich mich natürlich ein bisschen informiert, was ist danach passiert. Da kommt auch ein Text, aber dann kam auch raus, danach wurde halt... Hast du den Film gespoilert? Ja, ich habe den Film gespoilert, ja. Heißt der Escape vom Pretoria. Also Flucht aus Pretoria. Hm. Kommen sie raus, ja oder nein? Ich weiß es nicht. Und danach wurde ja Mandela gewählt als Präsident. Ein paar Jahre später, also 14 Jahre später. Was auch diese Thematik beinhaltet, Rassismus in Südafrika. Und viele wollten ihn ja damals nicht wählen wohl. Und das hat es nochmal in die Puschen getrieben, auch einfach alles. Okay, das ist so die Geschichte an sich. Ja, cool. So, und jetzt kommen wir natürlich zum Top-Film, ne? Ich hatte ja eben schon mal erwähnt, dass ich letzte Woche essen war und das war angeknüpft an einen Kinobesuch. Warst du mit deiner Familie? Ja, essen? Natürlich, mit meiner Familie, mit den zwei Dennis. La Familia. Mit La Familia war ich essen. Weil und wir haben auch Corona getrunken. Ich glaube, jetzt müsste jeder wissen, um welchen Film es sich handelt. Brumm, brumm. Brumm, brumm. Wir fangen an mit Videokassettenklau und dann, mit DVD-Playerklau. Ach, war das früher so im ersten Teil? Im ersten Teil haben sie DVD-Player geklaut. Jetzt waren sie Welt. Und jetzt sind sie Agenten. Auf jeden Fall habe ich den 11. Film der Fast and Furious-Reihe geschaut, Fast and Furious 10. Ach, Moment, ich bin wieder der dumme Mark. Also Tokyo Drift zählt gar nicht zu dieser Reihe dazu, der ist nochmal raus. Es gibt aber noch den Sean and irgendwas mit Jason Statham und... den habe ich gesehen, Hobbs and Shaw. Das zählt ja auch zur Fast and Furious-Reihe. Ach, das ist also das Fast and Furious U. Ja, genau, das ist Fast and Furious U. Aber Tokyo Drift ist dann trotzdem Teil 4. Ja, der zählt dazu zu den Filmen, richtig. Okay, und Hobbs and Shaw nicht offiziell, aber also doch offiziell schon, aber nicht den nimmt die Zahl weg. Wie es genau da ist, kann ich dir nicht sagen, aber... Ist es wichtig, Hobbs and Shaw gesehen zu haben? Nein, auf gar keinen Fall. Was gut ist, also für Teil 10, was gut wäre, ist, dass du vorher vielleicht auch mal Teil 5 geschaut hast, weil der... Also, das reicht nicht mal Teil 9, ich muss Teil 5 dann... Ja, weil der spielt halt, Teil 5 spielt in dem Film eine wichtige Rolle und es gibt halt eine Rückblende zu Teil 5. Das mal so zu sagen. Ist das der letzte Film mit Paul Walker gewesen? Nein. Achso. Aber im Trailer sieht man halt immer Rückblenden mit Paul Walker, deswegen dachte ich, das wäre jetzt der Film. Nee, Teil 5 ist der Film, wo die... Da gibt es eine Szene, die bleibt eigentlich jedem in Erinnerung. Das war, wo sie den Tresor klauen. Und der dann durch die Mauern wo die den Tresor rausziehen. Den Bösewicht dann mit dem Ding von der Brücke Genau, hauen. Der spielt halt in... Genau, das ist halt Teil 5 gewesen. Und Paul Walkers letzter Film war ja Teil 7. Okay. Ne, weil Teil 5 ist von 2011, aber gute 12 Jahre her. Auf jeden Fall habe ich mir den angeschaut. Ich bin ohne Erwartung reingekommen, wurde nicht enttäuscht. Weil es einfach es ist halt Familie, ne, Family, Corona trinken und Familie, ne, habe ich schon erwähnt, ne, es ist halt viel Familie natürlich wieder. was soll ich denn sagen, es ist auf jeden Fall, der Film hat eine Steigerung zu Teil 9 und das kann man schon mal sagen, also ist schon mal viel besser als Teil 9. Die Szenen gefallen mir sehr, natürlich wieder, auch das Drumherum gefällt mir sehr. Man hat 2,5 Stunden echt Spaß an dem Film. Einziger Kritikpunkt für mich war halt wirklich, dass es viele Szenerien gibt. Du bist an vielen verschiedenen Spotlights unterwegs, weil die einen sind dort, die anderen sind dort, dann passiert da irgendwas und wenn diese... Achso, du meinst, du hast verschiedene Handlungsstränge, genau, es gibt verschiedene, das meinst du damit. Handlungsstränge, also und das fand ich nicht gut umgesetzt, muss ich sagen. Das war so,
Ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben. Und ich glaube, es gab sogar 4 oder 5 Handlungsstränge, die gleichzeitig abliefen. Und die haben auch am Ende nicht zu einem großen Ganzen geführt, was auch noch ziemlich enttäuschend war. Ja, aber es soll ja eine Trilogie werden oder mindestens 2 ja, Filme, ne? Ja, das ist so. Und ich finde, das klingt so absurd, wenn du bei Teil 10 bist und sagst, ja, der 10. Teil, der soll aber eine Trilogie werden. Ja, also 10, 11, 12. Make die Kuh. Make sie. Immer weniger. Ja, überleg mal. Normalerweise hast du bei Filmen, die eine 10 hinten dran haben oder sowas, in der Regel eigentlich immer nur Low-Budget-Horrorfilme oder so ein Scheißdreck. Und ja, vielleicht Star Wars noch, aber das ist am Ende auch Dreck. Aber jetzt hier Fast and Furious, die halten ja ihr Niveau, ne? Ist auch, was Geld angeht, einer der erfolgreichsten Filme, ne, was die eingenommen haben, also die Leute. Ja gut, ich glaube, die Reihe an sich ist, glaube ich, auch mit das erfolgreichste, was es gibt, oder? Ja. Ist, glaube ich, wenn nicht sogar die größte Reihe, die es gibt als Film. Also Reihe, ja, weiß ich nicht, Filmreihe gibt es wahrscheinlich. Ja, Harry Potter hat halt 6 oder 7 Teile, ne, irgendwie sowas, ne? Harry Potter? Ja, ist schon weniger. Mehr. Ja, aber du musst mal gucken, was gibt's denn hier jetzt hier? Halloween wurde ja neu aufgelegt, da hast du ja jetzt auch hier. Oder Hellraiser, die haben ja auch, glaube ich, 11 Teile. Gibt's ja richtig viele. Also, das meine ich ja, Low-Budget-Horrorfilme, die richtig scheiße wurden. Da hast du rein. Aber ich meine jetzt vom Budget her und auch von dem Einspielergebnis, ist, glaube ich, Fast and Furious, glaube ich, top-notch. Ja, gut, wohin die auch wollen mit dieser Serie, da brauchst du auch viel Geld. Ich meine, die Effekte werden ja immer noch krasser und, na, also. Es gab nicht umsonst diesen Gag, wo in Fast and the Furious 24 ein Asteroid auf die Erde zurast und dann schießt Vin Diesel da mit seinem Auto hoch über eine Rampe, springt im letzten Moment raus, der Wagen sprengt den Meteorit und dann kommt der Abspann. Oh. Zu Aerosmith. Ja. Ansonsten Besetzung natürlich wieder top bei dem Film, ne? Ja, wenn es nicht irgendwann zu viel. Ja, es war ja Charlize Theron war jetzt dabei, Brie Larson war dabei. Scheiße war. Das war, sind ja auch alles, glaube ich, Oscar-Gewinnerinnen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Helen Mirren. Dann die größte positive Überraschung in dem Film ist Jason Momoa. Also der hat den Film so auf ein anderes Level gezogen mit seiner schauspielerischen Leistung, weil der halt, der war wie der Joker, ne, so ein, wie kann man das am besten beschreiben? Ein bisschen trans ist der, ne? Der ist ein bisschen trans. Genau, metrosexuell unterwegs. Ja, genau. Ne? Der lässt das so gut raushängen. Und lässt das echt gut raushängen. Hat auch so seine richtig geilen Momente, irgendwie dieses Furchtlose, dieses bisschen auf lustig getrimmt, aber auch ein bisschen auf er ist der Verrückte. Dann in der einen Szene da lackiert er sich die Fußnägel. Ne, sowas halt. Und also völlig. Es hört sich wirklich an wie Joker. Also es ist so ein einfach bisschen. Wirklich, witzig, ja, ne. Was der Jason Momoa da gespielt hat, ist das war echt ein guter Bösewicht, muss ich sagen. Also allein deswegen hat sich das schon gelohnt, den Film anzuschauen. Und die 2,5 Stunden gehen echt super flott rum. Auch weil die Witze funktionieren auch in dem Film. Muss ich auch sagen, ich habe echt viel gelacht. Das hat echt Spaß gemacht. Die Szenen an sich funktionieren auch gut. Bis auf 1, 2 Szenen, wo die Computeranimation nicht so schön aussah, muss ich sagen. Also es war echt Rotze. Nicht so schön oder Rotze. Das war echt nicht schön anzuschauen, muss ich sagen. Ansonsten, jeder, der Popcorn-Kino sehen will, da sage ich einfach, guckt ihn euch im Kino an, macht Spaß und ist schon den ein oder anderen Euro wert, den im Kino zu gucken. Also das ist wirklich Popcorn-Kino, was halt Spaß macht, ne? Ja gut, es ist Fast and the Furious, ne? Deswegen, also ich glaube, jeder weiß. Und jeder weiß halt, was es gibt. Deswegen bin ich auch ohne Erwartung reingegangen und bin halt dementsprechend aber auch positiv überrascht worden, ne? Weil Familie steht über alles. Ja. Das lernt man wieder in dem Film.
So, ich hätte noch ganz kurz mir eingefallen, habe ich vergessen, in den Zeitplan mit darauf zu schreiben. Ich habe auch noch einen Film gesehen, den ich auch nur ganz kurz anreißen kann, weil Timo den schon besprochen hatte. Und zwar habe ich auch Ant-Man jetzt nachgeholt. Der kam jetzt, glaube ich, am 16. oder sowas auf Disney Plus. Quantumania. Ich fand den gar nicht so scheiße, wie viele den gemacht haben. Aber ich habe komischerweise gesehen, es gab einen Bericht darüber, dass Disney Plus gehofft hat, dass der Film natürlich jetzt über Disney Plus halt ein bisschen reift und dann vielleicht bessere Rezensionen kriegt. Aber viele schreiben jetzt, die ihn vorher gut fanden, dass sie beim zweiten Mal gucken, den richtig scheiße finden. Deswegen habe ich Angst, den nochmal zu gucken. ich fand ihn jetzt beim ersten Mal gucken gar nicht so schrecklich. Ich fand den eigentlich ganz okay. Ich habe ihm, glaube ich, 3,5 gegeben. Bei Letterboxd. Kang fand ich ganz cool. Nur weiß ich noch gar nicht, wie sie den jetzt, also wie er am Ende jetzt der Superbösewicht werden soll. Das sehe ich noch nicht. Ich persönlich finde aber auch der, wie heißt der, Kang? Kang. Ich finde aber, der ist aber auch nur gut, weil der Schauspieler das einfach überragend macht. Dieser Schauspieler, der kam für mich aus dem Nichts. Plötzlich macht er 4 Filme hintereinander und der ist einfach überragend, der Typ. Also der kann richtig gut schauspielen. Ist der bei Creed? Ja klar, der ist ja der Bösewicht beim neuen Creed, ja. Ja. Ich glaube, der hat innerhalb von einem Jahr gefühlt 3 Filme gemacht. Ich kannte den vorher überhaupt gar nicht, aber das ist ein richtig guter Schauspieler. Das ist der den Eroberer spielt, oder was? Genau, okay. Kang ist der neue Avengers-Film, okay, heißt ja Avengers Kang Dynasty, bei der Serie, Loki. Ja, genau. Und da hat er auch einen komplett anderen Kang gespielt. Also war er so ein bisschen ausgeflippt, irgendwie, und jetzt war er dieser ernste Eroberer und so, das muss er halt auch erstmal hinkriegen, ne? Das war ja in der After-Credit-Szene, da hast du ihn auch nochmal gesehen. Und dann auch mal, das will ich jetzt nicht spoilern, aber da war ja auch nochmal eine Figur nochmal zu sehen, wo er auch nochmal Kang auch nochmal da war. Ja, wie gesagt, fand ich ganz ja, ich hab den ja auch jetzt das erste Mal geguckt gehabt. Ach, hast du ihn auch geguckt? Ja. Doch, ich fand den gut. Ich fand nur eins, das hat mich auch mega genervt. Nein. Ja. So. Entschuldigung. Eins hat mich mega genervt, das ist diese Sache, die gerne mal bei Filmen gemacht wird, sie fragen sie 1000 Mal, ja, was ist denn da im Quantum-Rennen passiert? Ach, nee, da kann ich nicht drüber reden. Was ist denn da passiert? Nee, kann ich nicht sagen. Die fragen sie immer wieder und sie sagt es nicht. Sie muss einfach nur sagen, ja, Tochterle, da ist der Kang. Sollten wir nicht darum rumspielen. Dann wäre das Ganze gar nicht passiert. Aber gut. Ja. Leute, was lernt man daraus? Redet miteinander, wenn es irgendwelche Probleme gab. Ein Trauma kann nur aufgearbeitet werden, wenn man drüber gesprochen hat. Ne? Ja. So. Dr. Mark hat gesprochen. Dr. Mark gibt das Wort jetzt ab an James, denn wir sind jetzt fertig, ne? Ich hab's geschafft. Wup. Folge 10. Halb 10. Der Hype Train ist da. Folge 10, Leute. Nein, echt cool. Ich wollte einfach nur nochmal zum Abschluss sagen, mir gefällt die Reise bisher hierhin, was wir so geschafft haben bisher. Und ich hoffe, euch Zuhörern, Zuhörerinnen gefällt auch die Reise. Ihr habt immer Spaß bei unseren Podcasts, auch wenn wir ein bisschen chaotisch ab und an mal sind. Aber das macht uns ja, glaube ich, auch aus, dass wir drei ehrliche Seelen sind. Und wir freuen uns gerne wieder über Feedback, gerne bei Spotify, Apple Podcast oder auch auf Instagram. Lasst uns gerne auch ein Like auf allen Plattformen da, damit hilft ihr uns auch weiter und gibt uns ein Feedback. Das war's von meiner Seite aus. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Haut rein und tschüss. Kurz am Rande, wenn Sachen gesagt werden bei Spotify, die werde ich hier laut vorlesen und werde das nochmal hier kundtun. Also schreibt. Genau. Irgendwas. Um euer Leben. Sagt, wie hübsch Timo ist, wie schlau James ist und wie viel Marc redet. Schreibt es rein. Fünf Sterne. Und danke. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Tschüssi, Kowski. Ciao. Ach ja, ich muss noch einen Abspann machen. Ich kann auch mal Tschüss sagen. Und ciao. Bis bald, Rian. Das ist falsch. Ja, finde ich auch gut. Was kannst du eigentlich?